Wunderschönen guten Abend hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jay. Ich habe schon wieder vergessen zu winken. Halli, hallo, hallöle. Es ist Montag und das wird ein wenig später, aber auch ein wenig kürzer. Wir sitzen heute fort, ein wenig Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf und warten gerade noch auf den Ruby Wade. Soweit, bis er hier ist. Ne? Das gab es nämlich bis gerade. Es gab für unsere Battlebird-Fangemeinde heute wieder ein unglaublich langes Rahmenprogramm am Montag. Ja? Los ging es mit Brahma um gegen 17 Uhr, wenn ich mich nicht irre, da war ich noch arbeiten. Ja? Dann ging es mit Ruby um 19 Uhr weiter, jetzt bis 22 Uhr und jetzt setze ich an. Meine Fresse. Ja, siehst du, wenn man mal einfach nur gerne selber Zuschauer sein könnte, ne? Den ganzen Abend was geboten bekommen hier. Ja, das für einen schmalen Taler. Oder auch nicht. Ne? Also für noch schmaleren, um nicht zu sagen nicht vorhandenen Taler. Ja. Ach man. Weißt du, was ihr wollt? Jetzt muss ich gerade mal hier selber drüben gucken. Irgendwie lassen sie sich gerade über den Bot auf dem Battlebirds Discord aus. Ich weiß nicht wieso. Ich muss das nachher nochmal nachlesen. Anyway, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Heute wird gediegen gerätselt zum Feierabend. Und zwar, ja, Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf, wir hatten letzte Woche Montag schon mal angefangen, soweit, wir sind mit Professor Layton und Luke, des Professors Assistent in diesem Dorf angekommen, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendwas mit Mysterie. Mysteriä oder so. Jedenfalls, wir sind angekommen, wir haben uns in das Dorf reingerätselt und bis zu einer Villa gerätselt. Kontaktiert wurden wir von der Tochter des Bürgermeisters. Ich hoffe, das werden wir sowieso mal sehen, ob dieses Spiel ein vernünftiges Journal hat, wo ich das jetzt gleich nachlesen kann, ja, um mein Gedächtnis ein bisschen zu refreshen und so. Ja, das ist nämlich generell nicht das Beste. Da wollen wir mal sehen, ja, an wie viel ich mich noch entsinnere. Luke Sakuro hat uns nämlich dieses Spiel empfohlen, hat mir dieses Spiel empfohlen, einfach mal zu streamen, zu spielen. Ich hatte es irgendwann mal früher gespielt und habe da auch nicht großartig auf die Handlung geachtet. Er ist aber leider jetzt auch schon im Bettchen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Er hat uns da gut durchlotsen können. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand angesagt hatte, dass er das Spiel gespielt hat. Weiß ich gar nicht. Wir werden sehen. Das Schöne ist ja, an sich ist die Handlung ja relativ Banane, ja, wir wollen ja eigentlich bloß die Rätsel lösen, nicht? Deswegen, mal schauen. So, es ist kurz nach 22 Uhr. Die Ruby überzieht schon wieder. Frechheit, nee, nicht schlimm. Aber ich weiß halt immer nicht, worüber ich noch reden soll. Donnerstag, ich hab den Sendeplan immer noch nicht reingestellt, fällt mir gerade so ein. Donnerstag gegen 19 Uhr, 19:30 oder so geht's dann weiter mit Itildu. Und danach The Guest. Ich glaube, wir machen aktuell The Guest weiter. Das ist immer ein bisschen schade, wenn andere Spiele so im Sand verlaufen oder ich dann irgendwie nicht die Motivation habe, das weiterzumachen, obwohl es an sich laut öffentlicher Meinung ein ganz gutes Spiel ist. Aber Alien Isolation triggert mich gerade so ein bisschen hart. Irgendwie habe ich abends nicht den Bock, vor dem Alien davon zu laufen. Weiß ich nicht. An sich tatsächlich so Horrorzeug ist halt nicht wirklich mein Kind of Game. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe es mir einfach irgendwann mal im Sale gekauft und habe es dann auch mal kurz angespielt vorm Stream irgendwann, ne? Und festgestellt, das ist nicht not my kind of tea. Und dass ich das ohne Stream wahrscheinlich immer so in maximal halbstündigen Sitzungen spielen würde oder sowas. Ja, wenn überhaupt, wenn ich mich dazu durchringen würde, ist halt nicht wirklich mein Genre. Ich habe nichts gegen Schleichen, aber nicht, wenn das so in Horror ausartet, muss ich sagen.
nichts gegen so Sachen wie Dishonored. Dishonored 1 habe ich gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Ja. Und das war auch schön fair dabei. Und man hatte auch die eine oder andere Fähigkeit dazu. Ne? Und jetzt kommt der Ruby Raid. Pass mal auf, da kommen sie rein, die Pinguine. Da sind sie, die Pinguine, alle. Alle, oh mein Gott, 16 Leute. Ruby bringt 16 Leute mit. Und einen abonnierenden Ajani gleich dazu, der den Panda zum Tanzen bringt. Okay, meine Güte. Um Gottes Willen. Ja, oder plötzlich ist hier jeder Raid nieder. Ist ja auch interessant. Hey, wow, hallo. Fast hat der Herr Katze den Bus verpasst. Gerade noch so am Wellblech hinten festgehalten. So viele Leute. Meine Güte. Kriegt direkt Lampenfieber. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Habt ihr den Jimmy noch zurückgebonkt? Ich nehme mal an, nicht. Aber die Handlung habt ihr doch jetzt so circa 50% mindestens geschafft, ne? Bei Dead of Night und so weiter. Kommen Sie rein, schön geordnet bitte. Überall sind jede Menge Stühle, Sitze, Chaiselongse und whatever frei. Ja. Jimmy hat uns nochmal. Jimmy hat euch in die Woche reingebonkt. Sehr schön. So muss das sein. Alles klar. Das klingt nur ein wenig falsch, dass er euch hart gebonkt hat. Ja, ja. Katze macht nochmal Pipi. Wir starten mal schon mal so weit das Spiel. Beziehungsweise wechseln mal den Bildschirm. So, alles klar. Da sind wir auch schon. Ja, mein elegant gestylter Hintergrund, ne, mit jede Menge Platz für ein Schnippetool und ein unbenanntes Dingensbummens. Und wir haben auch einen Taschenrechner, den lege ich mir gleich mal rüber. So, dann ist alles da. Weißt du, gediegenes Gerätsel und Gepuzzle. Ja, so. Erstmal was Entspanntes, ja genau. So, lass mich mal das hier ausmachen. Ja, ich habe ja tatsächlich, ohne Mist, ich habe mir vorhin meinen verdammten Tee verschüttet bei dem Spiel beim Zugucken, ja. Schön elegant zur Seite verteilt. Ja, Gott sei Dank auf keine Tastatur, sondern nur vorne am Tisch. Dein Mikrofon ist laut. Ist irgendwie laut. Mein Mikrofon ist irgendwie immer laut, ja. Könnte sein, dass ich mich interessiert nach vorne lehne, was ich wahrscheinlich nicht machen sollte. Aber an sich. Tatsächlich, heute schlägt es wieder ziemlich viel aus. Warte mal, kann ich das mal hier gerade ein bisschen runterdrehen? So, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ne? Das könnte vielleicht sogar ein bisschen zu viel des Guten sein. Oder ähnliches. Sagen aber nicht alle, muss ich dazu sagen. Ne? Zu was wurde er zubereitet? Er ist immer voll gut zubereitet. Ja, ja, immer, sowieso. Ach Gott. Jay ist immer lauter, richtig. Jay ist immer hart an der Schmerzgrenze, ne? Wie sich das gehört. Wir machen mal die Pause aus. Huch! Wie, was, wo, wer, wann? Was? Wen habt ihr mitgebracht? Sir Erzur. Sir Erzur, wunderschönen guten Abend jetzt nochmal auch in Sprache und so weiter. Da. Das kann ich jetzt in der Tat nochmal wieder ein Stückchen Leiter drehen. Wir drehen das einfach mal ein bisschen Leiter. Ja, ist ja schlimm schon wieder. Pia auch mitgekommen. Ich habe dich vorhin auch gerade drüben gesehen. Pia Kina. Schön, dass ihr da seid. Bekommt ihr nochmal ein separates Winke-Winke und Hallo hier. So, ich bin der Jay. Das gerade war die Ruby. Jetzt wird es ein weniger blond langhaarig und mehr pelzig. Verstehst du? Und so, Professor Layton hier. Warte mal, den ganzen Schmus mache ich jetzt erstmal wieder weg. Weil gerade brauchen wir den noch nicht. Und wir setzen fort, damit diese elegante Akkordeonmusik verschwindet. Zumindest ein wenig. Wir sind Jay und wir sind im Salon der Villa. Für die Leute, die neu dazugeprasselt sind hier, die irgendwie mit in den Raid-Bus geschubst wurden, was bisher geschah, ausgezeichnet. Ich spiele das relativ blind, ja. Das eine oder andere Puzzle kriege ich auch noch selber hin. Ab und zu möchte ich vielleicht Hilfe. Aber bitte nicht direkt sagen, hey, das Puzzle kenne ich, die Lösung ist die und die. Ja, das wäre mir sehr lieb. Dankeschön. So, bisschen weniger Lippenpiercing. Blickfang hier bei Jay. Ja, ja, ja. Dein Mikro voll in Ordnung. Siehst du? Voll in Ordnung. Ed Ruby, ach so. Fusseliger heute. Okay, also, was bisher geschah? Ein Bittschreiben bringt Professor Layton und seinen Assistenten Luke in das abgelegene Saint-Mystère oder so. Nachdem Luke und Layton ein Rätsel lösen, eins haben wir gelöst, ja, können sie die Brücke zum Dorf überqueren. Nun müssen sich die beiden zur Villa Reinhold begeben, wo die Verfasserin des Briefes wohnt. Da sind wir aber nur auch schon angekommen. Danke für die Zusammenfassung. Ich hätte dafür Google als Blickfang. Habe ich. Bei wo? Was? Wie? Wo? Wer? Wann?
Die Villa Reinhold, ey. Ja, ohne Mist, ne? Da kannst du gar nicht entscheiden, wo das jetzt spielt. Frankreich oder Deutschland oder whatever. So, den hatten wir schon angequatscht und sein Rätsel gelöst. Das ist die Tochter von dem Dingens hier, der Chef, verstehst du, der König, der Burgfriedherr. Haben wir sie schon angeredet? Wir können es ja einfach mal machen. Gleich nachdem ich geguckt habe, ob hier irgendwo Münzen rumschwingen. Ist das ein weites Familienporträt der Dwayne Holz? Das könnte eventuell sein. Das ist ein Kronleuchter. Das hast du gut erkannt. So, Moment. Die ganze Zeit ist gut. Und jetzt muss ich mich räuspern. Frau Baronin, was kann ich für Sie tun? Was ist denn passiert? Stimmt, das ist der Butler. Oder so. Jedenfalls hat er die Tür geöffnet. Also stufe ich ihn einfach mal als Butler ein. Meine kleine Claudia. Ach nee, das ist die Baronin. Okay, die Tochter ist eine andere. Wer hätte das gedacht? Meine kleine Claudia ist erschrocken und davon gerannt. Haben Sie sie nicht weglaufen sehen? Ich mache mal noch ein bisschen leiser. Oder? Das Akkordeon mir hier ein bisschen zu sehr, muss ich sagen. So, okay. Haben Sie sie nicht weglaufen sehen? Nö. Ah, das muss mir entgangen sein. Es tut mir sehr leid, Frau Baronin. Ach, Sie sind einfach nutzlos. Professor, haben Sie gesehen, in welche Richtung mein Baby lief? Nö. In welche Richtung Ihr Baby lief? Das ist Ihre Tochter oder Ihre ganz frische Tochter? Ihr Baby, Frau Baronin? Wenn Sie die weiße Katze meinen. Ach, stimmt, die war ja auch noch. Die lief soeben zur Tür dort hinaus. Was? Und Sie haben sie einfach so entkommen lassen? Die riechen. Nun, sie ist eben eine Katze. Tiere müssen mal von Zeit zu Zeit herumstreuen und Katzensachen machen. Und Laternenpfahle pinkeln und sowas. Ja, ja. Sie Narr, sie ist nicht eine einfache Katze. Sie hat einen Namen und der lautet Claudia Reinhold. Hat sie uns den Brief geschrieben? Sie ist eine zarte Blume und sie ist ganz verloren, wenn ich nicht in ihrer Nähe bin. Matthew, Sie müssen Claudia finden und unverzüglich zurückbringen. Wegen der Angelegenheit mit Ihrem Erbe, Frau Baron. Das kann warten. Sehen Sie nicht, dass wir im Moment ein weitaus dringenderes Problem haben? Sie hätten sie aufhalten können, haben es nicht getan. Also ist es Ihre Pflicht, sie wiederzufinden. Steht da dran, fang mich oder was? Mäh. Sie schicken den Professor los, um eine dumme Katze zu finden, ey. Für wen halten Sie sich denn? Ach, das macht nichts, Luke. Die Baronin hat ja recht. Wir haben Claudia wirklich nicht aufgehalten. Weil uns keiner darum gebeten hat und auch nicht für sie bezahlt hat, aber ist egal. Wenn Sie uns entschuldigen würden, Frau Baronin, wir gehen auf Katzenfang. Wo ist meine Bärenfalle? Vielen Dank und beeilen Sie sich bitte. Meine Claudia ist so eine zarte Blume. Allein die raue Außenwelt könnte schon zu viel für sie sein. Du bist auf ein ungelöstes Geheimnis gestoßen. Donna in der Villa. Okay. Kapitel 2. Die entlaufende Miezekatze. Baronin Dahlias Katze ist entlaufen. Suche sie in San Myster. Das ist sie hier. Die kleine Katze mit der großen Schleife. Ja, jetzt will ich unbedingt speichern. Dankeschön. Ja, ungefähr dahin. Ja, bitte überschreiben. Dankeschön, Dankeschön. Ausgezeichnet. Heute übrigens, dieser Stream wird gesponsert von No Name Orangensaft, ein wenig verdünnt mit Wasser, weil ich finde, ich keine neue Flasche aufmachen wollte. Ach, herrlich. Sag mal, Ruby, ist das auch schon aufgefallen, dass wenn ein Raid zu dir reinplatzt, dass dann plötzlich alle als Raid-Leader markiert werden? Ich finde das sehr interessant. Das sieht gerade sehr lustig aus. Wobei Katzen sind eher Nikas. Was? Seit wann bist du im Spiel, Ruby? Ach so, das war jetzt ja Frau Baronin. Frau Baronin von Rübe, ja. Weißt du, jetzt Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Das sowieso. Ich habe es mit dem Raid-Leader noch nie gesehen, glaube. Okay, bei mir sind plötzlich hier alle Raid-Leader. Warte mal, ganz kurz. Kann ich dir mal... Scheiße, nein, das war nicht die Spracherkennung, die ich öffnen wollte. Moment, ich mach dir mal einen Screenshot. Das hatten wir zwar schon mal, aber den sende ich mal nur dir. Und so. Ja, Ausschneiden und Skizzieren. Fehler beim Öffnen der Datei. Ich habe auch keinem gesagt, du sollst die Datei öffnen hier. So. Da. Gesendet. Dankeschön. Na gut. Weiter im Programm hier. Also, finde Claudia. Er hat sie gegessen. Ich könnte es wetten. Er sieht so aus, als hätte er mindestens eine Katze gegessen.
Sie hat uns gar kein Rätsel gegeben, das ist so untypisch. Sie ist der Mörder, ich könnte es wetten. Welcher Mörder? Ich habe keine Ahnung. Du den Kontrabass und ich das Klavier. Ah ja. So, Gordon. Moment, was hat er für eine Stimme? Dahlia mag diese Katze sehr. Ich nehme an, Sie sind der Berühmte von Professor Layton, oder? Oh Gott, das halte ich nicht durch. Ich heiße Gordon und ich bin der Bruder des Barons. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich gehöre zu denjenigen, die Ihre Dienste angefordert haben. Ich würde Ihnen gerne mehr über die Situation erzählen, aber momentan hören Sie besser auf die Baronin. Ja, bitte erzähl mir nie wieder mehr. Das ist... Morgen bist du heiser. Ich mach ja nichts. Das ist, darum muss ich der Zukunft sehen kümmern. So, also auch kein Rätsel von mir. Für mich. Wieso sind Sie noch hier? Meine Claudia ist da draußen und kannst alleine finden Sie sie. Sie hat mir noch kein Puzzle aufgegeben. Hallo. Ich habe Bedürfnisse. Wie es aussieht, wurde der Kamin schon länger nicht mehr gefegt. Was? Benutzt, so. So, wo kann ich denn hier? Ich glaube, ich habe jetzt alles abgegrabbelt, auch kein Sofageld, okay. Dann, wo können wir jetzt hinschuhen? Wir können nur noch rausschuhen, okay. Dann schuhen wir wieder raus. Ach, da ist der Butler wieder. Hast du noch was für mich? Es tut mir so leid, Herr Professor. Ich werde persönlich die Villa und den Garten absuchen. Und es wird schrecklich lange dauern. Ich wage kaum zu fragen, aber würden Sie vielleicht kurz im Dorf nach Claudia suchen? Ich kümmere mich um das Grundstück. Kümmern Sie sich um die restlichen Millionen Hektar Dorf hier. Ja, ja. Ach, gar nicht der Rede wert, mein Bester. Wir sind schon unterwegs. Das ist Arbeitseinteilung hier. Geht's ja übrigens doch in den Keller? Ob der Baron einige meiner Lieblingsbücher hat? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nicht in die Bibliothek. Schade eigentlich. La Bibliotheca. Donde esta la Bibliotheca? Da ist eine Katze! Ich hab sie, das ging ja schnell. Mau! Professor, da ist sie! Nein, da war sie. Ach, sie ist weggerannt. Ja, aber wir herumgestanden haben. Wisst ihr? Mensch. Wir dürfen nicht aufgeben. Hinterher, Luke. So weit kam sie ja nicht. Nee, faule Katze. Who the shit ist das? Autsch, das brennt. Der Motor ist wohl hinüber. Ach du so armer motorisierter Reisender. Ach so, okay. Das ist also Saint Mystère, das Revier des altehrwürdigen Barons Augustus Reynold. Ich frage mich, welche Schikanen der alte Bursche hier vor seinem Ableben noch hinterlassen hat. Ah, oh, Layton, du alter Schnösel. Die Reichtümer, die du suchst, werden mir gehören. Who ever? Ja, na gut. Also. Nee, ohne Mist, ey. Finden wir hier noch Sachen? Was? Ui, könnten Sie sich vorstellen, in so einer Villa zu wohnen? Nicht ohne Personal. Ich glaube, wir hatten hier sogar schon alles abgegrast, ne? Beziehungsweise abgefriemelt. Wir sollen ja sowieso ins Dorf, da ist er wieder. Haben die jetzt neue Sachen zu sagen? Zum Beispiel, wo eine Katze hin ist. Oh, Sie sind es, Herr. Keine Ahnung mehr, wie du heißt. Nennen Sie mich doch Ramon. kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Das können Sie durchaus, Ramon. Baronin Dahlias Katze ist soeben entlaufen. Haben Sie sie gesehen? Meinen Sie Claudia? Ich glaube, sie ist gerade eben hinunter in Richtung Dorf. Wenn das so ist, wünschte ich mir wirklich, wir hätten sie gar nicht erst entkommen lassen. Richtig, hat er recht. Es ist ja Drama hier. Ironie, le Katze. Und so, schönen Tag noch. Da stehen ja überall wieder diese Leute rum, denen wir überhaupt schon begegnet sind. Ne? Jake klingt gar nicht schlecht mit französischen Akzent. Ne, n'est-ce pas? Er ist schon wieder. Sag mal, sucht ihr was? Ihr sucht doch etwas, oder? Ja, da sehe ich euch ja doch eine Nasenspitze an. Vor allen Dingen, genau. Von einem Zinken zum nächsten. Entschuldigen Sie, aber haben Sie eben zufällig die Katze von Baronin Dahlia hier vorbei flitzen sehen? Dieser rabiat, der kleine Pelzknäuel? Dieses? Ich glaube, die ist zum Dorfplatz gerannt, in die Richtung da. Ich,
verstehe. Danke sehr. Nicht der Rede wert. Wenn nur alle Fragen so einfach zu lösen wären, na dann, bis später. Es ist mysteriös, dass plötzlich keiner mehr ein Rätsel für mich hat. Er ist ja eigentlich gar nicht so sehr nett, was? Nee, er ist ja eigentlich doch sehr nett. Wer hätte das gedacht? Wollen wir zum Dorfplatz? Einverstanden, gehen wir. Oh, einen Moment noch, Luke. Mir fällt gerade ein Puzzle ein. Ja? Werfen wir doch zuerst einmal einen Blick hinunter hinter die blaue Tür drauf. Warum? Siehst du das? Die steht ein Spalt weit auf, deswegen muss man da reingucken. Wollt ihr mal hineinschauen? Die blaue Tür. Warum? Lass doch die Tür in Ruhe. Das ist ein Laden. Hinter der blauen Tür ist ein Laden mit blauen Wänden. Okay. Hier ist was. Was? Auf! Auf allem hier liegt eine dicke Staubschicht. Da sind zwei Stühle. Da fällt mir sofort ein Puzzle ein. Sorry. Wenn Leighton sich nicht immer diese ganzen Puzzle auslegen will, wäre das Rätsel ja sofort gelöst. Genau. Wir gehen jetzt einfach der Katze hinterher. Weil wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Keine Puzzle im Weg. Ups, da ist die Katze. Fall gelöst, ne? Dieser Stuhl ist auf eine gewisse Weise sehr reizend. Was hat er denn für ein Fetisch? Oh, da befällt mir ein Rätsel ein. Kennst du schon dieses, Luke? dieser Stuhl, der macht mich voll an. Da fällt mir echt das Rätsel ein. Ey. Das ist unglaublich. Rätsel 14. Welcher Stuhl? Wenn es jetzt nicht um Sitzmöbel geht, dann wird es interessant. In deiner Stadt ist eine neue Mehrzweckhalle gebaut worden. Alle möglichen Veranstaltungen wie Konzerte, Sportereignisse oder Kongresse sollen dort stattfinden. Da die Halle nun fertig ist, wird es Zeit, sie mit passenden Stühlen auszustatten. Die fünf Varianten A bis E stehen zur Auswahl, aber nur eine davon eignet sich wirklich dafür, ins Auditorium gestellt zu werden. Welche ist das? Nur eine davon passt ins Auditorium. Okay, also... ich glaube, die Frage ist, was ist ein Auditorium? Also da, wo Leute Sachen zuhören oder anderen Sachen um die Ohren schmettern, ne? Deswegen Audio und so. Pst. Also, wir gehen mal nach Ausschlussverfahren. Ich weiß nicht, hat Lehnen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ne? Also ich würde sagen, was reinpassen muss, ist was Stabiles, was Billiges. Was ohne Lehnen auf jeden Fall und was man stacken kann. Ne? Also Lehnen und auch so generell nicht stackbar. Der hier irgendwie genauso an sich. Das ist ein hässlicher Bürostuhl. Das ist ein Drehstuhl. Das macht auch keinen Spaß, wenn das alle machen. Ne? Und ja tatsächlich. Ne? War mein Gast, sorry, schreibe ich halt nichts mehr. Schani immer entweder 0 oder 100. Ja, ja. Nee, ist ja richtig. Ihr könnt ja Tipps abgeben. Ist ja richtig. Hat bloß direkt so ein Educated Guess hier abgegeben. Viel zu schnell, Mensch. Brauchen wir Hinweise? Wahrscheinlich nicht. Ist noch jemand für was anderes außer E und kann das begründen? Macht auch keinen Spaß, wenn das alle machen. Ja, genau. Stell dir vor, alle sitzen so da. La, la, la. La, la. Quietsch, 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 quietsch. Ne? Wäre sonst zu leicht ohne Rätsel. Ja, das sowieso, ne? Genau. Okay, ja, nee, ich bin auch für E. Es ist die logische Wahl. Was ist das eigentlich für ein Rätsel? Ist das irgendwie so ein Rätsel des Gemeinwissens oder sowas, ne? Jetzt bin ich auf die Erklärung gespannt, tatsächlich. So, wollen wir doch mal sehen. Hast du gut gemacht, Ajani. Siehst du, guck mal hier. Ja, genau. Stimmt genau. Von allen Varianten ist nur eh stapelbar. In einer Mehrzweckhalle braucht man für jede Veranstaltung eine andere Menge an Stühlen und eine andere Aufstellung. Variante E ist am besten geeignet, weil man Stühle dieser Art auf geringster Fläche verstauen kann. Begründen, Jay. Okay, das war die einzige, ne? Weil sie stackable sind. Ja, das gibt's ja nicht. Hab ich schon wieder viel zu viel drüber nachgedacht. Aber okay. Gut gemacht. Offenbar war dir das Rätsel zu einfach, mein Junge. Das war ein beschissenes Rätsel. Du hast ein Gemäldestück dafür gefunden. Super. Rätsel 14. Welcher Stuhl? Freigeschaltet. Ausgezeichnet. Okay. Haben wir noch mehr außer das Stuhlrätsel? Offenbar ist dies die Lieblingsfarbe der Bewohner. Beige. Jetzt die Ketchupflasche. Offenbar arbeitet hier zurzeit niemand. Oh, schön. Offizielle Zeit, um Sachen abzustauben. Auf allem hier liegt eine dicke Staubschicht. Da ist eine Münze drinne. Da ist eine Münze drin. Das ist eine Uhr ohne Zeiger. Und hier hinten ist eine Küche. Ach so, da fällt mir direkt ein Rätsel ein.
Sieh mal, mein Junge. Diese erloschene Kerze erinnert mich an ein faszinierendes Rätsel. Wenn ich einen Tag mit Leighton unterwegs sein würde, ich würde dem so eine zimmern, ja. Der würde das restliche Wochenende im Spind verbringen. Mist. Ey, schöne Straße. Da fällt mir ein Rätsel ein. Kannst du selber machen. In einem Esszimmer brennen 10 Kerzen. Das Fenster steht offen und der Luftzug löscht 2 der Kerzen. Als du später nochmal nachsiehst, stellst du fest, dass eine weitere Kerze ausgegangen ist. Daraufhin schließt du das Fenster. Angenommen, dass keine weitere Kerze mehr erlischt, wie viele Kerzen sind am Ende übrig? 7? Ich würde jetzt einfach mal 7 sagen. War halt ein Rätsel für dich, ja. Ohne Mist. 7. Ja, sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schön. Pass auf. So, wir nehmen uns einfach mal das hier. Und tun das Educated direkt hoch. Wo hat dann das jetzt hingeschmissen? Wir machen es nochmal. Wir tun das hier einfach da drüber pappen. Ungefähr so, ja. Fällt gar nicht auf. Und jetzt können wir rätseln. Ja. So, also, wir nehmen uns einen netten Stift, den roten hier zum Beispiel. Oder ne, blau. Blau ist eine weniger aufdringliche Farbe hier auf dem Bild. Also, das Fenster steht offen, der Luftzug löscht 2 Kerzen. Hier oben kann ich gar nicht zeichnen, ich Idiot. Warte mal, 2 Kerzen. Diese und meinetwegen diese. So. Stellst du fest, dass eine weitere Kerze ausgegangen ist, das wäre dann irgendwie wahrscheinlich diese. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kerzen drüber. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Das klingt irgendwie zu einfach, ne? Angenommen, dass keine weitere Kerze mehr erlischt, wie viele Kerzen sind am Ende übrig? 10. Es sind immer noch 10 Kerzen über. Der fragt nämlich nicht, ob wie viele an sind. Oder? 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 10. Es sind immer noch 10 Kerzen drüber. Ja. Obwohl, man könnte auch sagen, wenn man später wiederkommt und keine andere Kerze ausgegangen ist, heißt das ja, dass 7 Kerzen runtergebrannt sind. Also sind noch 3 übrig. Oder? Ich frage das jetzt, bis einer eine Antwort gibt hier. Eieiei, es geht schon wieder gut los hier. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, ne, das ist es ja. Es gehen 3 aus, dann sind noch 7 an und 3, also 3 aus und 7 an. Aber die Fragestellung ist ja, angenommen, dass keine weitere Kerze mehr erlischt, wie viele Kerzen sind am Ende übrig? Am Ende. Am Ende sind dann eigentlich 3 übrig, weil die anderen runterbrennen. Würde ich jetzt gerade mal sagen. Also eigentlich 10, wenn man schnell genug nochmal nachguckt. Oder 3, weil alle anderen runtergebrannt sind. Wir sind am Ende übrig. Das ist eigentlich eindeutig. Ah, Gianni, was hast du dazu zu sagen? Du darfst. Schade, dass Luke nicht mit dabei ist. Muss ich sagen. Schade, schade, schade. Aber kannst ja nichts machen. Geh mal mit deiner Logik, das ist komplizierter. Okay, was? Also ich würde tatsächlich sagen 3. 3 sind ausgegangen, ne? Ich habe nicht zugehört. Boah, muss ja bloß lesen. Ja. Also wir sagen entweder 10, wenn 3 ausgegangen sind, sind trotzdem noch 10 Kerzen übrig. Oder am Ende brennen halt noch 7 und die brennen runter, also sind noch 3 übrig. Dann sagen wir 3. Sagen wir 3. Willst du es nochmal überdenken, Ajani? Dann. Sag mal 3. Okay, wir haben 2 für 3. Mit mir 3 für 3. Oder so. Aber ich denke auch 3, weil da steht ja, angenommen, dass keine weitere Kerze mehr erlischt, klingt, als wäre der gesamte Prozess gemeint. Ja, beziehungsweise steht hier halt auch noch, ne, am Ende. Wie viele Kerzen sind am Ende übrig? Summe 10, brennen 3, erlöschen 3. Ja, genau. Richtig. Also entweder sind immer noch 10 Kerzen da und das Rätsel will einen foppen, weil er sagt, 3 sind erloschen, aber trotzdem sind ja immer noch 10 übrig. Ja. Oder halt, dass 7 runterbrennen und dann noch 3 übrig sind, weil die 3 halt erloschen und nicht runtergebrannt sind. Oder so.
Na? Oder es geht wirklich um die sieben nicht erloschenen Kerzen. Aber ich bin für. Ich nehme die Nummer 3. Ich nehme mal die Nummer 3. Also 3. Okay, wir nehmen die 3. Gut. Weg mit dir. Gürteltier. Eingeben, nicht aufgeben. Das macht einen Unterschied. 3. Bestätigen. Yes. Wir hatten es richtig. Hihihihi, du, ja, ich wollte dich damit verarschen. Stimmt genau. Die 7 Kerzen, die nicht erloschen sind, brannten vollständig ab. Darum sind nur noch die 3 Kerzen übrig, die der Wind ausgeblasen hat. Blown by the wind. Ausgezeichnet. Ihr seid so toll. Ausgezeichnet, mein Junge. Es ist wichtig, den Wald nicht vor lauter Bäumen zu übersehen. Manchmal denkt man zu kompliziert und gelangt zu einem Trugschluss. Ja, Gott sei Dank haben wir kompliziertere geschickt. Gedacht, ne? Rätsel 15 und so weiter. So, waren das jetzt alle oder kommt noch was dazu? Offenbar arbeitet hier niemand mehr. Nee, immer noch nicht. Nee. Jetzt eine Kanne, hier ist ein Bild. Ganz viele Bilder, ganz viele unnötige Bilder. Offenbar arbeitet hier einer nicht. Und ich glaube, das war's. Was mit dem Brot? Das Brot und der Käse sind alles andere als frisch, Igitt. Ich glaube, wir schuhen nach draußen, ne? So, er wackelt immer noch rum. Der sollte ein bisschen breitbeiniger stehen. Dann hätte er vielleicht ein bisschen stationäreren Stand. Aber egal. Dorfmitte, Dorfplatz. Oh, was ist mit Franco los? Na, ihr beiden würdet ihm helfen. Ich hab da ein Problem. So wie er mit der Hand umgeht, hat er ein ganz persönliches Problem. Was können wir für Sie tun, mein Herr? Irgendeine Hanswurst hat die Brücke hochgekurbelt, als ich gerade Pause gemacht habe. Als ob das nicht schlimm genug wäre, hat sich der Ganove dann mit der einzigen Kurbel getrollt. Er hat sich selbst mit der Kurbel getrollt. Ach je. Oh je, Sie wollen also sagen, niemand kommt hier mehr raus. Niemand, ja. Ach, so ist es. Bevor ich die Kurbel nicht wieder habe, kann niemand mehr das Dorf verlassen. Ich suche noch immer nach der vermaledeiten Kurbel, aber ich bin vor Wut ganz außer mir. Nicht die Kurbel. Sie hat ja doch gar nichts getan. Das ist die arme Kurbel. Was für ein elender Tagedieb. Spielt anderen solche Streiche. Ach ja. Ich hab da dieses Rätsel gefunden. Nee. Ich habe dieses Ding jetzt hier auf der Straße gefunden, als ich nach der Kurbel gesucht habe. Wisst ihr vielleicht, was das ist? Das ist eine Kurbel. Nee, du hast ein seltsames Bauteil gefunden. Also, was ist denn das? Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll. Aber egal, wird sich noch ergeben. Das ist das Bauteilerätsel ist ab sofort verfügbar. Okay, unser Gerümpelbeutel. Ja, ist klar. Berühre erst den Koffer, um dieses zu öffnen, und berühre dann das Bauteilsymbol. Hier kannst du die verschiedenen Bauteile, die du im Dorf gefunden hast, zusammensetzen. Du bist auf ein ungelöstes Geheimnis gestoßen. Die verschwundene Kurbel. Professor Layton und die verschwundene Kurbel. Meine Güte. Das ist ja ein Mysterium nach der Jagd das nächste hier. Guck mal, eine Katze. Jetzt wirf doch einfach mal Luke der Katze hinterher. Aha, flauschig, mürrisch und mit Schleife im Fell. Es besteht kein Zweifel, das ist Claudia. Aha, gut erkannt, Luke. Nun stellt sich nur die Frage, wie wir sie am besten einfangen können. Überlassen Sie das mir, Professor. Ich habe eine Flinte. Ja, richtig. Ich hatte ja völlig vergessen, wie gut du mit Tieren umgehen kannst. Nur zu, Luke. Hierher, kleine Claudia, braves Mädchen. Rate mal, wer gleich ein gezerkratztes Gesicht hat. Habe ich sie wirklich? Ja, okay, alles klar. Miau, Fauch. Aua. Und schon wieder weg. Luke ist gut zu Tieren, ja. Luke ist gut zu Katzen. Oh, guck mal hier. Es hat eine Kratzer von. Luke, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, Professor. Ich war keine große Hilfe. Sie ist noch kratzbürstiger als ich dachte. Sie ist noch kratzbürstiger als ich. Mensch. Tja, da ist sie hin. Da ist sie dahin. So, who the shit? Wer ist denn das? Hector. Okay, geil. Ja, die Katze habe ich gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Und mit meinem Penis im Gesicht hier. Mensch.
Hä? Ja, die Katze habe ich gesehen. Was für ein Monster. Wie ich soll beim Einfangen helfen? Nein, danke. Ich hänge an meinem Leben. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Der bleibe ich lieber fern. Oh. Könnten Sie uns zumindest sagen, in welche Richtung sie gelaufen ist? Weil ich habe da gerade nicht hingeguckt. Das und hier lief nach Westen. Sie hatte Zähne wie Messer. Ich habe kurz nicht aufgehört, ich höre plötzlich Penis im Gesicht. Ja, da hier, der ganze Kopf sieht aus wie ein Penis. Naja, so ein Peniskopf. Mensch, na gut. Fässer, nein, heute keine Münze für dich. Okay. Sieht nicht so aus, als ob wir bald hier rein könnten. Habe ich auf das Fass geklickt? Ah, nee, auf die Tür. Okay, ja, nichts Besonderes. Hier gibt's nichts zu sehen. Einfach weitergehen, ja. Da ist eine Tür. Kann ich hier Sachen machen? Professor, ist Ihnen aufgefallen, dass diese Tür eine andere Farbe hat als die anderen? Das ist ja seltsam, dass manche Leute ihre Tür anders anmalen als andere. Sehen Sie sich die Kletterpflanzen an? An keinem anderen Haus in Saint-Mystère wachsen solche. Auf dem Schild an der Tür steht Oma Enigmas Rätsel. Oh nein, können wir bitte weitergehen? Oma Enigmas Rätselhütte, ja. Tatsächlich. Ich weiß nicht, was hinter der Tür auf uns wartet, aber es ist mit Sicherheit rätselhaft. Leider ist sie fest verschlossen und zugewachsen und zugemalert. Wir könnten nicht darauf warten, dass sie aufgemacht wird oder Gras von der Sache runter wächst oder so. Kommen wir doch später nochmal vorbei. Ja, genau. Holen wir mal fix was zu trinken. Ist das eine Bitte? Ich kann gerade nicht, Ruby, ich stream gerade. Sorry, musst du selber holen. So, warte mal, wir sind noch nicht nach links gegangen, ne? Aber hier ist halt auch eine blaue Tür mit einer anderen Farbe. Ach, da können wir auch reingehen. Hallo. What? Hakennase. Rodney, okay. Dies ist das Rathaus. In welcher Angelegenheit möchtet ihr beide hier vorsprechen? Wenn es sich um einen Umzug handelt, so benötige ich ein diesbezügliches Adressänderungsformular. Oh, keineswegs, mein Herr. Deswegen sind wir nicht hier. Trotzdem müssen alle Amtsgänger die nötigen Formulare ausfüllen. Ich empfehle zunächst dieses. Was hier erscheint, A38. Ja. Ach so, hier, das ist als Rätsel, nee, als Dingensformular getarntes Rätsel. Super, Dreiecke und Tinte. Na dann. Hier siehst du zwei Figuren, eine große und eine kleinere. Beide bestehen aus kleinen Dreiecken. Das ist völlig richtig. Ein einmaliges Eintauchen der Feder in die Tinte reicht aus, um vier kleine Dreiecke zu zeichnen, wie du auf der kleinen Abbildung siehst. 1, 2, 3, 4. Ach was, okay. Wie oft musst du also die Feder eintauchen, um die große Figur zu zeichnen, die aus 36 Dreiecken besteht? Das ist ja einfach bloß, ne? Hier, verstehst du? Warte mal. 36 durch 4 oder so, ne? Wenn ich das jetzt mal einfach so völlig im Kopf rechnen kann, ne? 36 durch 4, 9. Sehe ich das jetzt richtig? Ist das korrekt? Kann ich den Taschenrechner eigentlich größer machen? Nee, ne? Schade eigentlich. Warte mal, bei Einstellung? App Design, sag ich mal, hell, dunkel, beides? Nee, okay, alles klar. Es ist ja... Denke ich jetzt zu einfach? Oder was oder wie? Ein einmaliges Eintauchen der Feder in die Tinte reicht aus, um vier kleine Dreiecke zu zeichnen. Ja, ne? Ich musste also die Feder eintauchen, um die große Figur zu zeichnen, die aus 36 Dreiecken besteht. Denke ich zu unkompliziert? Ist da ein Kniff dahinter oder ist das wie mit der Stühle? Soll ich es mal vorzeichnen? Kann ich hier 3, 4, das ist Nummer 1. 1, 2, 3, 4 wäre 2 und so weiter. Ich würde jetzt einfach mal sagen 9. Ein einmaliges Eintauchen der Feder in die Tinte reicht aus, um vier kleine Dreiecke zu zeichnen, wie du auf der kleinen Abbildung siehst. Wie oft musst du also die Feder eintauchen? Ach nee, Quatsch! Warte mal, nee, das ist nicht so. Nee, hier sind ja Kanten, die sich gegenseitig bedingsen. Oh Gott,
Ja, nee, so ist nicht. Es geht nicht darum, die Flächen zu füllen. Quasi einmal eintauchen, vier Stück, sondern die Flächen hier, die Kanten. Eins. Obwohl, das ist ja eigentlich auch egal. Ne? Für sowas zu dumm, ne? Ich bin für sowas vielleicht zu müde, weiß ich nicht. Nee, aber es geht ja nicht darum, wie viele Flächen man mit einmal eintauchen zeichnen kann. Weil das scheint ja relativ egal zu sein. Es geht ja lediglich darum, diese Dreiecke zu zeichnen. Warte mal, das würde bedeuten, man kann immer so eins zeichnen. Eins. Zwei. Drei. Gucke mal. Vier. Fünf. Sechs. Und die restlichen zeichnen sich von selber, also Sechse. Eigentlich Sechse. Ne? Das ist jetzt praktisch bewiesen und nicht nur durchgerechnet. Ah, das letzte sieht übrigens wunderschön aus, einfach nur. Na gut, ja, ne, sagen wir, wollen wir mal die 6 einloggen? Ja? Ich logge mal die 6 ein, ne? Ja. Gut. Na gut. Also, einloggen. 6. Siehste, manchmal muss man nicht nur rechnen, sondern auch praktischen. Hat er nicht? Aber das war doch voll logisch. How embarrassing. Das war doch aber voll logisch. Schau dir beide Figuren und die Frage nochmal genau an. Achte genau darauf, welche Zahlen die Beschreibung angibt. Ihr Zufolge zeichnest du mit jedem Mal eintauchen 4 Dreiecke, während die große Figur aus 36 besteht. Denke, das ist die gleiche Antwort hier nochmal. Okay, das ist jetzt wieder so eins, wo ich auf die Antwort gespannt, also auf die Erklärung gespannter bin als auf die Antwort. Soweit. Aber selbst wenn wir die Kleinen einfach so zeichnen, 1, 2, 3, 4, ne? Das ändert ja nichts dran, dass wir von den hier unten schon Flächen zeichnen. Ne? Also hier jetzt quasi das gleiche. 2, 3, 4. Also auch das hier in der Mitte zeichnen wir ja automatisch. Warte mal, nee, es sind sogar noch weniger, weil wir... Wir können 4 Dreiecke zeichnen. Hier steht's. Aber mit dem Zeichnen von den drei Außen zeichnen wir automatisch das in der Mitte. Ja. Das heißt, wir haben hier unsere größeren Dreiecke. Soweit. 3. 1, 2, 3. 4. Scheiße. Warte mal. Ach, das ist völlig ungelungen. 5 und 6. So, und wenn wir das jetzt runterrechnen, wir bei jedem quasi ein Dreieck sparen, ja, das, was wir zeichnen müssen, kommen wir auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die wir nicht zeichnen müssen. Oder so. Oder so. Das heißt, hier, wir sparen hier jedes Mal 1 und zeichnen also nicht 6, sondern 3. Oder so. Vielleicht auch 4. Oh Gottes Willen. Okay. Wie viel Dreiecke zeichnen wir? Gute Nacht. Gute Nacht, Usa. Wie viele Dreiecke zeichnen wir wirklich? Ist jetzt hier die Frage. Wir zählen einfach mal durch, wie viele Dreiecke wir eigentlich zeichnen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh Gott, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und damit haben wir die anderen auch gezeichnet. So, und wenn wir jetzt sagen 21 durch 4,
kommen wir auf 5,25. 5,25 Dreiecke. Wir zeichnen 5,25 Dreiecke. Ich zeichne, vergessen, 21 haben wir hier gezeichnet, ja? Hm. Nee, warte mal. Ja, mit dem, nee, warte mal, wir teilen es nicht viel. Also mit 5,25 eintauchen zeichnen wir alle. Das ist okay. Das ist voll die logische Antwort. Und so. Hm. Ich bin nicht zufrieden mit dieser Antwort. Was ist denn, wenn wir einfach mal die 5 einloggen? Wir lassen uns mal einen Hinweis geben. Oder was auf der erste Hinweis ist, wir müssen die alle zeichnen. Oder sowas. Schlaft gut, ihr Lieben. Schlaf auch du gut, Usa. Um die kleineren Figuren aus 4 Dreiecken zu zeichnen, musst du eigentlich nur Dreiecke zeichnen, ja. Sie selbst zeichnet die Umrisse auf dem Taschenspiel nach. Siehst du, dass das mittlere Dreieck 3 eigentlich aus den Seiten der anderen besteht? Gut, das wissen wir jetzt auch schon, ja. Das ist so schleu war ich nur auch wieder schon, ja, Mensch. So, willkommen zurück, Ruby. Hey, gut, dass du das alles verpasst hast. Wir müssen Dreiecke zeichnen. Für dich nochmal erläutert. Wir tauchen den Pinsel ein und können dann 1, 2, 3, 4 Dreiecke zeichnen. Ja? 1, 2, 3, 4. Also quasi 1, 2, 3, 4. Das Interessante ist, dass das mittlere, zumindest in dieser Form, sich ja von selbst zeichnet, dadurch, dass die Ränder von den anderen Dreien sind. Ne? Das heißt, wir sparen ein Dreieck, können also das hier zeichnen und direkt mit dem ersten Eintauchen noch das nächste von dem hier machen. Ne? Und so. Verstehst du? Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei. Wir sind auf 5,25 Eintauchen gekommen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das stimmt nicht. Der will bestimmt eine gerade Zahl haben. Kannst du das Kleine nicht mit einem Federstrich nachmalen? Wunderschönen guten Abend, Darky. Das was? Wie wo? Warte mal, kannst du das Kleine nicht mit einem Federstrich nachmalen? Warum? Das Kleine, welches Kleine? Das hier? Das mit einem Federstrich? Nee, ach so. Einmal ist Eintauchen in der Welt reicht aus, um 4 kleine Dreiecke zu zeichnen, wie du auf der kleinen Abbildung siehst. Ein Eintauchen. Das steht ja nicht da, dass du das in einem Strich machen musst. Darum geht's hier, glaube ich, gerade nicht. Aber ja, es geht. Ja. Das geht schon soweit. Also wenn es darum geht, dann haben sie die Frage aber ziemlich bescheuert formuliert. Der Feder in die Tinte reicht aus, um 4 kleine Dreiecke zu zeichnen, wie du auch dem Dinge siehst. Wie oft muss die Feder eintauchen, um die große Figur zu zeichnen? Na gut, das wäre dann aber einfach nur dieses hier. Ne? Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es darum geht, einmal einzutauchen und alles an einem Strich zu zeichnen, sondern dass einfach die Tinte nicht ausreicht, um mehr auf Papier zu spieren oder so. Ich lasse mir mal einen Hinweis 2 geben, weil ich bin neugierig. Das Rätsel beschreibt die kleinere Figur links als aus 4 Dreiecken besteht. Man könnte aber auch sagen, dass sie aus 3 nach oben zeigenden Dreiecken besteht. Versuche diese Idee auf die große Figur anzuwenden. Wie viele Dreiecke braucht man denn dann tatsächlich, um sie zurückzuzeichnen? Das hatten wir ja schon. Habe ich doch gerade gedingst gehabt, ne? Das Ding ist ja, dass es nicht nur aus den Kleinen besteht hier, sondern hier aus den Kleinen, ne, wo 3 Dreiecke 4 Dreiecke ergeben, sondern halt auch aus größeren, gerade so die hier, wo dann hier genau das gleiche Problem ist, ne? Ich habe die Frage so verstanden, wie oft man absetzen muss, um alle 4 Dreiecke zu zeichnen. Du scheinst der perfekte Kandidat zu sein, die, so ein Spiel auch mal selber zu spielen. Ich gebe mir mal Hinweis 4 hier, 3. Wenn du in der großen Figur nur die Dreiecke zählst, die nach oben zeigen, kommst du auf 21. Aha, okay. Mit einer Porzellantinte kannst du 3 nach oben zeigende Dreiecke zeichnen, also. Ja und? Ach so. Hä? Ja und? Na, ist doch schön. Ach, warte mal. Na ja, ist ja genau das, was ich sagte. Hier 1, 1, 1. Dann 2, 2, 2. Immer nur die nach oben zeigenden. Ach hier, und hier ist halt auch noch 1. Ach so. 3, 3, 3. Nee, das verstehe ich nicht. Hä? Warte mal. 1,
Also ich brauche einen Dreieckstempel. Na warte mal. So. Jetzt ist das hier erstmal noch nicht gezeichnet. So. Ich markiere mir das gerade mal. Und so. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir hier noch einmal das 7. Okay, dann 7. Mir hat Supraland als Rätselgame schon gereicht. Das habe ich auch noch auf der To-Do-Liste. Das war ein Rätselspiel. Das sah bei Ochi sehr, sehr actionmäßig aus. Aber okay. Dann sind wir bei 7. 7 mal eintauchen quasi. Wir sind also ich bin vorhin von der falschen Anzahl ausgegangen. Hier. Na, von 4. Von 4 Dreiecken. Okay. Dann würde ich sagen 7. Und das tun wir jetzt mal dingsen. Ach, scheiße. Warte mal. So. There we go. Jetzt hier, siehst du, ganz alleine gelöst das Ganze. Auch hier hat das Spiel sicher falsch verstanden, anstatt zu rätseln einfach Action gemacht. Das sah nachher aber auch sehr actionmäßig aus. Also ohne Mist, ja. Siehst du, völlig ohne Rätsel. Wir sind auch nur halb teuflisch, ja. Ist ja beides. Okay, stimmt genau. Du magst zunächst versucht gewesen sein, die 36 Dreiecke durch 4 zu teilen. Nein, bestimmt nicht. Aber ein näherer Blick zeigt, dass diese Vierergruppe eigentlich aus nur 3 Dreiecken besteht. Wenn du diese Erkenntnis auf die große Figur überträgst, erhältst du die oben dargestellte Antwort. Alles klar, ist gut. Action-Rätsel, Supraland jedenfalls. Oh, okay, ich habe das sogar schon irgendwo. Ich glaube im Epic Store. Könnte sein, oder war es doch beim Game Pass, meine Fresse. Sehr korrekt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind hierorts alle ganz verrückt nach Rätseln. Ich schätze es als äußerst nutzbringend für euch, so viele Rätsel wie möglich zu lösen. Und wo wir gerade dabei sind, rate ich euch bei Oma Nick mal vorstellig zu werden. Aha. Sie ist eine wahre Fundgrube, was Rätsel betrifft. Allerdings ist sie nicht immer zu Hause. Ich habe ein seltsames Bauteil gefunden. Ab in meine Gerümpelkiste damit. Dreieck und Tinte, danke schön. Rodney hat auf den richtigen Riecher. Ja, richtigen Riecher. Für alle Fälle muss er überall reinhalten. Muss er mal spielen, schaue ich gern zu. Ist cool. Mal gucken. Das könnte wieder was für den Donnerstags ersten Slot werden, soweit. Was hatten wir da sonst vorgehabt? Arca. Eigentlich müsste dann auch Arca langsam mal drankommen. Ach, aje. So, sonst so, Junge. Hieß es das Rathaus immer noch? Sofern kein Anliegen eurerseits vorliegt, rate ich euch zum umgehenden Abtritt. Das ist wie so ein Abtreten. Okay. Der Junge hat einen interessanten Sprachstil. Aktenformulare, Schreibzeug in Hülle und Fülle. Langweilig. Da ist ein Stuhl. Das sehe ich von hier. Was gibt's hier sonst so? Bilder? Da hängen sogar gerahmte Formulare. Was für ein Spinner. Und gibt's hier irgendwo Kleingeld? Da hängen sogar Bilder. Das ist ja unglaublich. Das ist eine Lampe. Der Kohle ist ja sehr punktvoll, aber etwas mitgenommen. Bis jetzt hat es hier noch überall Münzen gegeben. Hallo, ich will Münzen. Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht glauben. Nein, die wollte ich nicht anquatschen. Rodney, geh kacken. Da ist eine Münze. Okay, jetzt kann ich zufrieden gehen. Ja. Aber noch mehr. Ich will nur Teller oben. Wahrscheinlich sogar gerahmte Teller. Ach, okay, hier im Schrank, alles klar. Gut, ist gut. Ich bin zufrieden. Raus hier. So, dann waren wir hier und ist jetzt Oma Enigma da. Ist nicht so aus, ob wir reinkommen. Und da auch nicht. Okay, na gut. Ich glaube, wir gehen mal nach links. Weil hier unten waren wir schon. Ist der Kurbeldieb? Hat er vielleicht einen Hinweis hinterlassen? Oder haben wir einen Augenzeugen? Na, wie läuft's? Schnurrbart, lernt ihr euch in Zaun des Erden zurechtzufinden? Ja, hier kommt man nur dann weiter, wenn man Rätsel löst. Das machen die Leute ja am liebsten. Vorankommen, ja. Wollt ihr mein Rätsel hören? Etwas Übung kann nicht schaden, damit ihr euch später nicht vor den anderen Leuten blamiert.
Als eingefleischter Individualist mag ich besonders Rätsel, bei denen man den Außenseiter finden muss. Was? Schnober. Er kommt mir bekannt vor. Ja, seltsam, ne? Mit seinem Mustache. Drei der vier unten gezeichneten Bilder, gezeigten Bilder sind exakt gleich. Das Motiv ist nur rotiert. Findest du das eine, das anders aussieht? Finde ich das eine, was anders aussieht? Ja, die unterscheiden sich auf jeden Fall schon mal. Weil es ist nicht einfach nur rotiert, es ist auch spiegelverkehrt so ein bisschen. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, welches von den beiden wie die anderen aussieht. Du siehst wie du aus, nur gedreht. Und du siehst wie du... Okay, hier ist es, alles klar. Sorry. So ein bärtiger Herr. Nein! What? Ich sollte doch auf das klicken, was anders aussieht. Ich war mir auch sehr sicher, dass ich es hatte. Zeig mir das Rätsel nochmal an, bitte. Also, denn hier, ich bin jetzt hier von dem hier ausgegangen, das Kreuz, was hier nach unten zeigt. Ich kann hier schon wieder nicht zeichnen, verdammt nochmal. Warte mal. Macht dann das jetzt immer? Ich frage mich immer, wo der das ablegt, wenn der das nicht hier hinlegt. So. Ich bin jetzt hier weg. Bruder von Ziegenbart, dem gefährlichen Drei-Tage-Bart und seinem weit entfernten Cousin Muster Schäfer. Wenn du auf die Hellroten konzentrierst, tust du dir einfacher. Ja gut, ich habe mich jetzt auf die Dunklen konzentriert. Das war jetzt auch nicht weiter wild. Also du zeigst da lang und du zeigst hier lang und du zeigst hier lang und du zeigst hier lang. So, wenn wir nämlich jetzt davon ausgehen, dass das Karo links daneben ist, gegen den Uhrzeigersinn, ne? Also hier. Dann ist das ja hier. Scheiße. Ja doch, hier, siehst du, dann ist das nämlich nicht hier. Dann ist das Karo nämlich hier drüben. Weißt du? Und das ist... Und hier ist es auch hier. Hä? Dann sehen hier aber... Warte mal. Drei der vier unten gezeichneten Bilder sind exakt gleich. Das Motiv ist nur rotiert. Findest du das eine, was nicht hinhaut? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt sind wir hier je zwei, die gleich aussehen. Und zwei andere, die andersrum gleich aussehen. Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss an Kung Fury denken. Das ist eine schöne, Mustache. Ja. Oder hier Dingens. Mordecai. Mordecai. Auch ein schöner Film mit Johnny Depp. Ja. Und Dingens. Dingens Babate. Oh, ich habe den Namen vergessen. Dingens. Ne? Wischen. Mit Wischen. Aber jetzt mal ohne Mist. Das ist ja frech. Nee, warte mal. Bin ich bescheuert? Hier ist ja noch ein Karo. Hier ist ja noch ein Kreuz. Ach, Kacke. Okay, dann ist das ja... Dann ist das ja alles gehupft wie geschwungen hier. Verdammt nochmal. Warte mal, einmal gerade hier so überall so kleine blaue Kackdinger ran, dass ich das mal so ein bisschen auseinanderhalte. So, links ist Karo. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe irgendwie habe ich gedacht, hier ist ein Peak. Aber anscheinend nicht. Okay, das macht es jetzt ein bisschen schwerer. Aber auch nur ein bisschen. Haha. Nee, Quatsch, doch nicht. Das wollte ich gerade sagen, aber das Pike zeigt in die gleiche Richtung wie das Karo, aber das ist, hier ist ja noch ein Karo. Und damit mache ich natürlich ein Kreuz. Ach, je. Das heißt, wir haben Orientierungspunkte, und zwar, dass die beiden in die gleiche Richtung zeigen. Da. Ne? So. Und so. Das heißt, wir müssen jetzt bloß noch gucken, was links und rechts davon ist. Ne? Also quasi ausgehend hiervon, das sagen wir einfach mal, das ist, ja toll, warte mal, so rum wollte ich es eigentlich machen, so und so, okay, also, ich mache es jetzt schon wieder komplizierter, als es ist, wir haben hier nämlich das Herz, wir haben hier das Herz, wir haben hier das Herz und wir haben hier das Herz, das bringt uns absolut nicht weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Karo, was sowieso in jeder Richtung gleich aussieht. Glaube ich.
Indem ich mit der langen Seite hier. Ja, mit der langen Seite hier. Das ist, haut überall genauso hin. Hä? Die sehen alle vier gleich aus. Ich bin verwirrt. Die sehen alle vier gleich aus. Das haut doch gar nicht hin. Wo ist Cindy, wenn man sie braucht? Cindy hätte jetzt gesagt, nee, Pups. Ne? Und dann wären wir alle weiter. Schau auf die Stapelung der Karten. Ach du Scheiße. Die Stapelung der Karten. Also, darauf habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet. Also die drei sind oben. Und hier ist die ist unten. Die ist unten, die Sau. Nee, warte mal, die. Doch, hier, die. Nee, was? Nee, die ist überall unten. Nee, was? Die drei sind oben drüber. Ist die genau? Die hier, die drei sind oben drüber. Die drei sind oben drüber. Die drei sind auch oben drüber. Und hier ist eine drunter. Da, D ist es. D ist es. Anders geht's nicht. Ja. Wer ist für D? Gib mir ein D. Sind wir da d'accord? Sind wir da kongruent? Sirius sagt A. Mit einem Trollface dran. Ich bin auch für D. Ich bin für D. Jetzt aber. Sie ist der erste Versuch hier. How does this sound? Zeig ihm den D. Richtig. Hey, das D. I did it. Sehr schön. Nein, das war die falsche Taste. Warte mal, so. Das wollte ich oben haben. Jetzt habe ich mein Schnipping-Tool zugemacht. Verdammt nochmal. So. Dich brauchen wir eventuell noch. Ich leg dich mal hier hin. Juhet. Danke, Layton, du brauchst uns das nicht erklären. Wir haben es doch schon total erklärt. Das Rätsel ist eigentlich ganz einfach, ja, ja. Aber es kann eine Weile dauern, bis man einen winzigen Unterschied gefunden hat, ja. Hey, dem Rätsel habt ihr es gezeigt, was? Dem haben wir es richtig gegeben. Richtig in den Hintern gefickt haben wir es. Ja. Offenbar habe ich euch schon viel beigebracht. Wenn ihr euch bei mir bedanken wollt, nur zu. Naja, wenn das hier, das ist eine Frisur bei ihm, ne? Ist das eine Frisur oder ist das seine Mütze? Es ist mir, glaube ich, ziemlich egal. Nun, man sieht sich. Tschüss. Ich habe ein Gemäldestück gefunden. Kartendrehen steht nun im Rätselindex bereit. Das wäre ganz cool, wenn die Varianten hätten, dann die Puzzle. Wenn es nicht immer die gleichen sind. Ich glaube, die haben sogar Varianten, ich bin mir aber nicht sicher. Also wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Unterschied da wäre oder sowas. Anyway, hier ist eine blaue Tür. Oh Gott. Sie kommt mir bekannt vor. Haben wir nicht vorhin ihren Mann getroffen? Mit der langen, dünnen Nase. Das sieht mir sehr hotellig aus hier. Da ist auf jeden Fall eine Hinweismünze. Hier ist keine. Hier ist keine. Da ist eine. Okay. Jupp. An. Was? Voll. Was? Raid Leader von Ruby. Ach so, stimmt. Katze. Ja, sie wird mir immer noch überall angezeigt. Jupp. Ist gut. Alles klar. Ach, da sieht, das Bild hat ein Rätsel für uns. Den Mann. Alles klar. Sehen Sie mal, ein verstecktes Rätsel. Oh, ist ja schrecklich. Oh, schick. Dieses Werk eines berühmten Künstlers wurde just vor kurzem entdeckt. Just und vor kurzem. Ist das nicht doppelt gemoppelt? Es handelt sich um ein Selbstporträt des Meisters aus seinen reiferen Jahren, das den Titel Meine Liebe trägt. Ah ja. Der weder für Egozentrik noch für Humor bekannte Künstler hat damit vermutlich nicht sich selbst gemeint. Daher ist anzunehmen, dass er seine Liebe irgendwo in dem Bild versteckt hat. Kannst du seine Liebe finden? Oh, was? Bewege die Teile des Bildes mit Hilfe des Touchpins. Warum? Berühre die Pfeilsymbole, um einzelne Teile zu drehen. Wenn du die Lösung geformt hast, berühre bestätigen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie ein Suchbild oder so und nicht, dass ich da was zurechtdrehen muss. Ein wildes Rätsel erscheint, ja. Wozu soll ich die drehen? Verstehe es nicht. Ich drehe die jetzt alle erstmal auf den Kopf. Ich verstehe es noch nicht ganz. Steht da auf dem Kopf.
Wir können auch das ganze Bild drehen, sehe ich das richtig? Nee, können wir nicht, schade. Das wäre zu convenient. Was will uns der Künstler damit sagen? Ich habe jetzt irgendwie auch absolut keine Ahnung, worauf die hier hinaus wollen. Kennst du diese Invertiertbilder? Ich glaube, darum geht es. Die Invertiertbilder. Ach! Zu viele Tipps, aber oh mein Gott, da wäre ich jetzt Ewigkeit nicht drauf gekommen. Ja. Hier haben wir eine Frau. Gucke an. Also eine Frau mit so einem schicken Hut. Sieht das einer? Mit einem schicken Hut und einer schrecklich unförmigen Brust, so wie es aussieht. Aber das soll ja nicht unser Problem sein. Ja. Oder außerdem, aber sie hat gut geformte Nacken. Ja, ne? Ja. Ist es das schon? Oder warte mal. Das sieht seltsam aus. Aber hier ist es ein bisschen besser geworden, ne? vielleicht muss ich die noch tauschen. Ach, das sieht gut aus. Okay, so ist okay. So ist okay. Ja. Ich habe mich schon zurück. Bin nur schnell bei solchen Rätseln. Ach so. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Das sieht schon annehmbarer aus. Ist das ein Kragen? Hier, nicht? Ja, und hier hat sie natürlich, sie hat hier vorne verschränkte Arme. Deswegen sieht das hier so ausgebeult aus. Okay. How does this sound? Das ist es ja. Sehr schön. Professor, I've solved it. Naja, genau. Stimmt haargenau. Die Silhouette der großen Liebe des Künstlers war im Bild verborgen. Das Werk war wohl sein Tribut an sie. Oder doch eher an sich selbst. Wer malt denn so ein Gemälde, was man dann auseinanderruppen muss? Kinderspiel. Los, lassen Sie uns noch ein paar Rätsel suchen. Ja, Rätsel. Rätsel 12, meine Liebe. Apropos meine Liebe. Ja. Beatrice. Oh, hallo. Willkommen im Hotel Bea, der einzigen Pension in diesem Dorf. Wir haben hier in Sound Mystère nämlich nicht so viele Besucher. Guten Tag, die Dame. Wir benötigen eine Unterbringung für die Nacht. Haben Sie noch Zimmer frei? Oh, da ist er gerade sehr ungünstig. Zurzeit werden alle unsere Gästezimmer renoviert. Die einzigen freien Zimmer sind auf dem Dachboden, aber ich kann es Ihnen da sehr gemütlich machen. Das ist ja, gebt ihr mich an. Ich hoffe, Sie bleiben noch etwas länger bei uns. Wir hatten schon lange keinen so feinen Besuch mehr. Die Zimmer sind nicht gerade groß, aber ich putze sie blitzblank. Können Sie später wieder kommen. Oh, und ich versuche auch so bald wie möglich zwei unserer anderen Zimmer bezugsfertig zu machen. Ah, vielen Dank, aber Sie müssen sich wegen uns keine Umstände machen. Wenn wir nur zwei warme Betten für die Nacht haben, sind wir bereits vollauf zufrieden. Wo Sie es gerade erwähnen, wir haben keine Betten. Sie müssen wissen, alle Betten sind gerade beim Tischler zum Lackieren. Ach du Scheiße. Aber keine Angst, Mama Beatrice kümmert sich gut um ihre Gäste. Ihr bekommt sogar einen Rabatt. Die könnte in meinem Bett schlafen oder so, keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt eine Pension. Du kannst ab jetzt über den Koffer auf die Pension zugreifen. Die Pension ist ein Rätsel, in dem du die Zimmer von Luke und dem Professor einrichtest. Was? Berühre erst das Koffersymbol, dann das Pensionssymbol. Aha. Du erhältst gelegentlich neue Möbel und Objekte, die du in deinem Zimmer aufstellen kannst. Na dann. Bei jedem neuen Objekt wirst du gefragt, ob es an Luke oder an den Professor gehen soll. Tja, wer wird heute Nacht auf dem Boden pennen? Du kannst die Einrichtung jederzeit neu verteilen, also mach dir da am Anfang nicht zu viele Gedanken. Wenn eines der Zimmer zu voll ist, kommt der Gegenstand automatisch dorthin, wo noch Platz ist. Hier habe ich etwas für euch. Damit werdet ihr es da oben gleich viel gemütlicher haben. Lackierten Hocker, in welchem Zimmer? Okay, ja, Luke, Glückwunsch zu deinem neuen Hocker. Das Objekt ist nun in Lukes Zimmer. Alles klar. Wir haben einen Pension, ne? Zimmer sind nicht groß, der Dachboden. Wir gehen mal direkt gucken, ne? Achso, das muss ich jetzt direkt bei den Koffer machen, okay? Die Pension, Gott, ist ja alles neu. Ach du Scheiße. Achso, das ist eine Anleitung. Einrichtungsgegenstände können entweder ins Zimmer Lukes oder des Professors gestellt werden. Mit dem Touchpad lassen sich die Einrichtungsgegenstände bewegen. Bewegst du einen Gegenstand, so erscheint dieser auf dem oberen Bildschirm in dem Zimmer, in das du es verschoben hast.
Ah ja, wo genau im Zimmer der Gegenstand aufgestellt wird, wird automatisch festgelegt. Ah. Luke und Professor Layton werden sich dazu äußern, wie ihnen die Einrichtung ihrer Zimmer gefällt. Dein Ziel ist es, beide Zimmer zur vollsten Zufriedenheit unserer Helden einzurichten. Du kannst die beiden um ihr Urteil bitten, indem du die Schaltflächen mit ihrem Namen berührst. Erhältst du ein neues Objekt, so wirst du gefragt, in wessen Zimmer es gestellt werden soll. Du kannst die Einrichtung später jederzeit neu verteilen, also mach dir nicht allzu viele Gedanken. Ist eines der Zimmer schon voll, erscheinen neue Gegenstände automatisch in meinem Zimmer. Wenn sowohl Luke als auch der Professor vollkommen zufrieden sind, geschieht etwas Tolles. Aha. Das ist angeteasert. Außer Parkett und Wänden gibt es hier gar nichts. Wie trostlos. Und er findet es furchtbar, okay? Und lackierter Hocker, ja. Jetzt, welch schöner Hocker, passt sogar zur Täfelung der Wände. Okay, das sieht schon mal soweit ganz gut aus. Und was sagst du dazu? Dieser Hocker sieht nicht gerade bequem aus. Okay, da kriegst du halt keinen Hocker. Ist mir doch egal. Das, so, dankeschön. Das, unglaublich. Ist ja ekelhafter Hocker. Bäh. So, was ist mit ihr? Sie macht ihre Rückenübung, ja? Okay, hast du sonst noch was für mich? Hallo, ihr Hübschen. Mir ist ein knifferliges Ritt. Nein, gefallen wollt ihr es hören. Die Fracht wollt ihr es hören, aber schmeißt es mir direkt ins Gesicht. Rätsel 18, Abfall und Kehrblech. Hier siehst du ein Stück Abfall und ein Kehrblech aus Streichhölzern. Kannst du zwei Streichhölzer so bewegen, dass der Abfall auf dem Kehrblech liegt? Ach so, hier, ja, ist klar. Das ist ja relativ nicht einfach. Warte mal. Kann ich zwei so ändern, dass der Abfall auf dem Kehrblech liegt? Nur noch mal das Berühren weg. Ich wäre jetzt kirre hier. Okay, er muss also hier drinne sein. Das heißt, die lange Streichholzseite wäre ja eigentlich die, wo es sein soll. Oder so. Also ich nehme einfach mal an, es sollte letzten Endes so liegen oder so, ne? Ach so, ja gut. Naja, fast, ne? Die schwere Brust lässt sie sich nicht so, lässt sie nicht so easy heben. Ja. Gut, warte mal. Neu bitte. Das sah schon relativ gut aus. Zwei. Ach, guck mal hier, siehst du, so und so. Und dann haben wir es ja eigentlich, ne? Nehme ich mal an. Luke, here's my answer. Sehr schön. Ein weiteres Puzzle gelöst. Und ganz alleine. Halte zum Mysterium sauber. Stimmt genau. Ja. Okay. Genau wie ich dachte. Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dieser Herr rätselt gerne. handgewebter Teppich. Ja, komm, den kriegt aus. Bei Luke hier so weiter. Objekt in Luke's Zimmer. Da kümmern wir uns später mal drum, wenn wir ein paar mehr Möbelstückchen haben. Hast du noch ein Rätsel? Ich hoffe nicht. Ein Bild von so und so weiter. Das letzte Mal, dass ich es anquatsche, danach gehen wir wieder. Ihr wollt noch ein Rätsel hören? Oh, bei so viel Rätsellust schlägt mein Herz doch gleich höher. Okay, seid wirklich noch eins. Leider fällt mir gerade keins ein. Ach, Gott sei Dank. Aber später vielleicht. Na dann. Tschüssikowski. Wir sollten lieber weiter versuchen, Claudia zu finden, Professor. Da hast du völlig recht, Luke. Da gucken, wo ist die nächste Anlaufstelle? Pub? Wenn wir eins finden. Wir gehen erstmal trotzdem so weit. Achso, wir wollten mal in Richtung Brücke gehen. Hier ist aber nicht viel los. Na gut. Kurbel die Bau nicht weit, das war die falsche Taste. Rein da. Und dann gehen wir mal nach geradezu und dann nach links. Da waren wir nämlich noch nie. Okay, hier geht's schon wieder ganz gut ab, ne? Da ist offenbar die Speisekarte dieses Lokals. Ah, da ist eine Münze im Fass. Hier ist eine Münze in der Kiste. Ich weiß nicht, was sie macht, aber es sieht seltsam aus. Und na gut, der sieht zumindest einigermaßen ertragbar aus. Lalalala, jetzt reicht's, genug ist genug. Ich platze gleich aus den Nähten wie eine Wasserbombe voller Wut. Wie bitte? Wieso ich wütend bin? Jetzt hören wir mal zu. Es gibt drei Torfköpfe in diesem Dorf. Und wir können uns nicht ausstehen. Drei Torfköpfe, Wir würden uns am liebsten nie begegnen, aber Sandbister ist ja nicht gerade groß, stimmt's? Und kaum sieht einer den anderen auf dem Weg zur Arbeit. Rums, schon fliegen die Fetzen. Die Torköpfe, ja. Der gute Platz, ja. Wieso müssen wir uns nur jeden Morgen über den Weg laufen? Das geht doch nicht anders. Geht das nicht anders? Moment mal, ihr seht aus, als wärt ihr gar nicht mal dumm.
Tut mir doch den Gefallen und helft mir, ja? Die drei Torköpfe. Rätsel 20. Grantige Nachbarn. Oh je. Zeichne jedem der vier Männer einen Weg zwischen Haus und Arbeitsplatz, indem du die Gebäude mit gleichen Buchstaben miteinander verbindest. Das Problem besteht darin, dass sich die vier nicht leiden können. Ihre Wege dürfen sich darum nicht überschneiden. Um einen Pfad einzuzeichnen, musst du nur ein Gebäude antippen und von dort aus loszeichnen. Aha. Also quasi von B zu B und A zu A und D zu D und C zu C. Aha. Sein Gebäude antippen. Ach so, okay. Ist okay. Ja, du gehst am besten direkt wieder nach Hause. Ha. Wie können wir das am intelligentesten lösen? Also am besten Zwiebelprinzip, ne? Der so... Warte mal. Moment. Noch mehr Zwiebeln. Wir brauchen noch mehr Zwiebeln. Ich weiß nicht, warum. Nee, das macht eigentlich keinen Unterschied, ne? So. Also den machen wir erstmal so. Dann Zwiebelprinzipmäßig gehen wir hier weiter. Das geht nicht. Okay. Geht das hier so weit? Auch nicht. Dann schneiden wir den Weg ab. Jetzt sollten wir innen soweit anfangen. Ja, jetzt hat bloß A ein Problem. A hat jetzt ein richtig fettes Problem. Das geht nämlich nicht. Und das geht natürlich auch nicht. Kann ich C noch irgendwie anders legen? Nee, auch nicht. Irgendwie spackt Twitch bei mir gerade rum. Die Verbindung bricht ständig ab. Das ist ja widerlich. Was ist denn los mit denen zurzeit? Ja, ohne Mist, ne? Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat mit dem großen Block hier zu tun. Ich komme hier halt auch nicht außen rum. Dann könnte ich das hier vielleicht so rumlegen, aber irgendwie auch nicht. Hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen einsparen. Beziehungsweise ein bisschen weiter ausholen. Aber was bringt es mir? Den könnte ich ein bisschen weiter rüberlegen, wenn ich hier ein bisschen mehr Platz hätte. Aber geht leider auch nicht. Ne, ich komme bei dem nicht außen rum. Ich wollte aber sowieso langsam abhauen, daher danke für den Stream, Jay. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und Spaß. Kein Ding, Ruby. Schön, dass du da warst. Danke für den Stream selber und so weiter. Ja. Und dann hab eine gute Nacht soweit. Wir sehen uns hoffentlich eventuell wieder am Donnerstag. Oder ich euch oder so. Verstehst du? Anyway. Wir machen auch nur noch so bis ungefähr 12 oder so, nehme ich mal an. Wenn mich dieses Rätsel hier nicht gerade in den Wahnsinn treibt. Danke du auch. Gerne, natürlich. So, war das von vornherein eine blöde Idee mit dem hier? Wir gehen gerade mal überall noch auf Anfang. Überall mal wieder auf Anfang. Wenn ich den erstmal so zeichne, was mir jetzt absolut nicht einleuchtet, warum ich das machen soll. Das war doch ruhig schon ab noch, genau. Ich meine, warum sollte ich nicht einen von den beiden straight durch die Mitte zeichnen? Ich meine, anders geht's nicht. Alles andere wäre ja schon irgendwie Umweg, ne? Das Ding wäre nämlich auch, dass sowas hier nicht wirklich was bringen würde. Nimm doch mal den Dingens jetzt weg hier. Würde das besonders großartig was bringen? Das würde bedeuten, wir kommen hier so lang und kommen dann hier so lang. Jetzt haben wir bloß natürlich das Problem, dass wir den nirgends mehr hinkriegen. Weil er natürlich hier ganz am Rand wohnen muss oder arbeiten muss, eins von beiden. Ist mit ihm aber hier irgendwie das gleiche Problem. Der
sollten, wenn möglich, nicht am Rand lang. Aber trotzdem noch möglichst so, dass er einen von diesen beiden umgeht hier. Warte mal. Nee, ich kann ihn aber auch nicht abschneiden hier. Dann kommt hier A. Nee, der müsste A oben lang. Mann, warte mal. Geh, hau doch mal ab hier. Wenn ich das so machen würde. Warum kann... Achso, das ist nicht A, das ist D. So. Dann könnte A zumindest hier mit lang. Warte mal. Können wir das vielleicht so machen? Das ist aber, ja, das ist natürlich B, ne? Das geht natürlich auch nicht. Ich glaub, man muss hier leider komplizierter denken, als es normal nötig wäre. Hier, und hier ist jetzt wieder Dingens im Weg. Das ist doof. Es wäre besser, wenn es hier noch durchgehen würde. Ein Hinweis, ein Hinweis. Vielleicht hältst du dieses Rätsel für unlösbar, aber keine Bange, es gibt eine Lösung. Hätte ich nicht erwartet. Zuerst solltest du einfach einen Pfad einzeichnen, schon gemacht. Dieser begrenzt dann die Möglichkeiten für den nächsten. B hat übrigens den kürzesten Weg. Ach was, mit genügend Versuchen schaffst du das schon. Toll, danke. Das ist sehr hilfreich. B hat den kürzesten Weg, ja, das sehe ich genauso. Das ist ja generell so. Ja, so hatten wir es halt am Anfang, ne? Anders geht's aber auch bei dem nicht, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, toll. Nur dieses eine verschissene Stückchen hier, weißt du? Könnten wir nämlich schön diesen machen, aber nö. Mit ihm geht tatsächlich nur ein Weg. Bei ihm hätten wir zumindest noch in irgendeiner Form eine Auswahl hier. Aber hier ist halt auch genau exakt dieses Stückchen im Weg. Und den anders zu legen ist auch gar nicht mal so möglich. Weil überall irgendwas im Weg ist, ne? Hier oben ist er im Weg, hier ist er im Weg. Hier komme ich so im Generellen jetzt nicht lang. Hier komme ich lang, könntest du mir aussuchen, ob hier oder da. Aber das macht absolut keinen Unterschied. B und D sollten tauschen. B und D sollten tauschen, ja. Aber B hat den kürzesten Arbeitsweg. Und jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr durch. Ja, jetzt habe ich hier dann genau das gleiche Problem, ne? Er müsste hier eigentlich auch durch. Ja, die müssen den Arbeitsplatz tauschen, ne? Oder die Wohnung. Würde ich nämlich auch sagen. Tja, das wäre die vernünftigste Lösung, aber Sturköpfe, ne? Das ist unglaublich. Dizzy, wunderschönen guten Abend auch dir. Mensch, willkommen zurück im Stream, beziehungsweise willkommen im, ach Gott, Montagabend und bei Professor Layton zurück, wollte ich sagen. So. Wir arbeiten hier gerade dran, du kannst es ja hier oben direkt nachlesen, wenn du Lust hast. Wir sollen die jeweiligen Buchstaben zu den jeweiligen gleichen Buchstaben bringen, pfadmäßig, ohne dass die sich irgendwie gegenseitig in die Quere kommen. Und wir rätseln ein wenig, denn irgendwas passt immer nicht. Das ist alles ein bisschen doof. B hat den kürzesten, wurde uns schon gesagt. Ja, klingt komisch, ist aber so.
Aber bedeutet, dass das ja wirklich den allerkürzesten hat oder dass wir damit trotzdem den kürzesten Umweg machen müssen. Bringt uns das hier irgendwas, so eine Einbuchtung zu haben? Wir könnten das machen. Warum auch immer. Hast schon eine Lösung. Das klingt spannend. Ach Gott, während ich mich mal gerade hinsetze. Ach so, es geht halt einfach nicht. Wir müssen jetzt hier zwangsläufig mit A an B hier drüben vorbei. Und das behindert halt ganz schrecklich hier C. Das ist doof. Also zumindest so, wie du eben B hattest. So, wie ich eben B hatte. Also mit dem straighten Weg nach oben. So, ja. Oder wie, oder was? Dann. Ich habe schon wieder eine komische Anfrage hier. Schon wieder eine Freundesanfrage. Von Sklar Madeline. Und gemeinsame Server, Twitch, OBS und Streamlabs. Das klingt seltsam. Ich gleich mal ignorieren. So. Dizzy, erzähl uns deine Lösung, während ich hier versuche, trotzdem natürlich weiter rumzurätseln. Geht ja doch nicht. Ist ja doof. Oh. Tja, wir holen uns mal Hinweis 2. Der Pfad für B ist schnurgerade. D muss einen Umweg über Norden machen. Okay. D muss einen Umweg über Norden machen. Wie soll denn... Das muss ja zwangsläufig hier lang. In dem Fall. Ach komm. Das bringt aber trotzdem nichts. Warte mal. Ja, nee. Das geht ja nicht. Hey. Ah, links rum. Was? Geht nicht links rum. Das ist doch schon. Was? Wieso? Wo? Warte mal. Wo habe ich hier was? Ich komme hier nirgends mehr durch. Unten D links. Unten D links. Was? Und dann außen lang. D links und dann außen lang. Ja, hatte ich. Habe ich. Dann hast du den Weg frei. Für D. Was? Wie? Wo? Was? Wann? Was? Nee. A bis unter D. Warte. A bis unter D. Ach so. Oh. That should do it. First try. Ja. Critical thinking is the key to success. Danke. Genau so. Okay. Habt ihr gut gemacht. Das ist richtig. Endlich können die Schreithände sich aus dem Weg gehen. Gut gemacht. Außer, dass die hier... Was ist denn hier los? Ach, guck mal an. Es gab sogar multiple Lösungen hier. Siehste. Außer, dass er wirklich den geilsten Arbeitsweg der Welt hat, ne? Und er hier so... Naja, aber immerhin kein Zoff. Na, oh ja, vielen Dank, Leute. Endlich komme ich zur Arbeit, ohne dass mir gleich der Kragen platzt. Na, im Ernst, Kamerad. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ach ja, noch was. Seht ihr den Turm dort hinter dem Dorfplatz? Ich rate euch eins, haltet euch besser von dem Ding fern. Also gut, dann wollte ich euch nur, das wollte ich nur sagen. Dank nochmal, Kumpel. Du hast ein seltsames Bauteil gefunden. Das ist eine Kaffeebohne oder so. Dizzy war's. Heißt das nicht Star Wars? Und er meckert und meckert und er meckert und meckert und er meckert und meckert. Who the shit are you? Entschuldigen Sie die Störung, meine Dame, aber wir suchen eine entlaufene weiße Katze. Agnes, ach so. Eine weiße Katze? Oh ja, die ist auf den Park zugelaufen. Darf ich fragen, was Sie mit ihr machen wollen, wenn Sie sie finden?
wir bringen sie zurück zur Baronin Dahlia. Es ist ihre Katze und wir suchen sie für sie. Ah, ihr wollt eine Katze mit bloßen Händen fangen. Du lieber Himmel. Darf ich, da ist schon etwas einfältig. Wieso versucht ihr nicht einfach, sie mit einer Leckerei zu ködern? Oh, was schlagen Sie vor? Ich habe hier noch ein paar alte Fischgräten, die ihr bestimmt schmecken werden. Kätzchen nützen was? Ich gebe sie euch gern, wenn ihr vorher ein Rätsel löst für mich. Für mich löst, ja. Okay. Rätsel 22. Meine Schweinerei. Wir bekommen eine Schweinerei. Ah ja, natürlich. Das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. 7 preisgekrönte Schweine lümmeln sich im Pferch. Um sicherzugehen, dass sie einander nicht an die Gurgel fahren, was? Hast du beschlossen, sie mit 3 Seilen voneinander zu trennen? Kannst du die Seile so an den Pfosten befestigen, dass jedes Schwein einen Abschnitt für sich hat? Kein Rüssel und kein Ringelschwänzchen darf in einen anderen Abschnitt ragen, sonst macht ein Schwein Schnapp und schon sind sie ab. Okay. Sind Schweine wirklich so borstig? Ja, ziehen und dingsen, ist klar. Wie viele? Kannst du die Seile an den Pfosten befestigen, das hier Schwein? Ach so, das ist egal, wie viele. Drei Seile. Drei Seile spannen. So dass jeder eins für sich hat. Kommt dabei ein Pentagramm raus. Toll. Wir haben noch mehr Seile. Jetzt sind schon mal 3 für sich. Ist das schön? Nee, warte mal. Halt das nochmal weg. Was ist denn mit dem hier? Guck mal. Das spannt das ja viel weiter. Dann kriege ich das noch ein bisschen weiter gespannt. Ist das wichtig? Das ist das beste Seil überhaupt. I don't think so. Eventuell so. Aber hier sind immer noch so 2 Streithähne. Und der Ferch ist hier ziemlich dumm. Wieso kann ich hier eigentlich noch ein Seil spannen? Warte mal, so. Jetzt fehlt bloß noch die 2 hier oben. Können die sich nicht einfach vertragen? Können wir nicht einfach eins schlachten und gut ist? Ach, ich sehe, wo es ist. Eins kann in die Mitte rein. Guck mal. Wenn ich das jetzt hier so spanne. Ha! Okay. Schon erledigt, ja. Well done, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bla, Schweinchen haben alle ihr eigenes Ferch. Oder übersehe ich was? Nee, haut hin, ne? Ja. Alles klar. Ausgezeichnet. There we go. Every puzzle has an answer. Genau, jedes Puzzle hat eine Lösung. Na klasse, da freut sich die Schweinerotte. Ich bin beeindruckt. Hier, bitte, die versprochenen Geräten. Viel Glück mit der Katze. Mieze, wollte ich sagen. Lass der Fischgeräte halten. Och, haben so wenig Platz. Herm, was? Haben so wenig Platz. Ja, das passt schon. Schweinerei ins Rätsel, in den Rätselindex. Okay, Oma ist weg und ist eine weitere Kollegin hier. Tihihihi, Andrea. Der Typ da regt sich so auf, dass sein Kopf rot wie eine Tomate wird. Sieht der dumm aus. Okay. Und das war's. Kein Rätsel. Die Jugend von heute. Kein Rätsel auf Tasche. Es regt sich ja immer noch so schrecklich auf. Hier ist aber eine blaue Tür. Jetzt sind schrecklich viele Leute in dem Dorf. Haben wir hier irgendwo Münzen? Ich hätte, danke, gerne eine Münze. Eine Münze. Nicht du, Mann, dich wollte ich gar nicht anquatschen. Noch nicht. Schnipp heißt er, okay. Mann, hört, ihr beide seid große Rätselliebhaber. Ziemlich klar, so wie ihr auf die Münzen starrt. Was? Euch entgeht nichts. Nun, ihr habt recht, hier ist tatsächlich ein Rätsel versteckt. Seht her. Rätsel 25. In der Darstellung unten sind 10 Münzen in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet. Das Dreieck zeigt mit der Spitze nach oben. Kannst du 3 Münzen so bewegen, dass die Spitze nach unten zeigt?
Das sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein, ne? Bewegt die Münzen, bla bla bla. Dreie. Sodass die Spitze nach unten zeigt. Also darf die Spitze ja von der Sache her nicht mehr oben sein. Klar, hab's. Geschnallt? Ja, ne? There we go. Okay. Yay! So smart. So smart. Total. Total klug. Total klug. Wenigstens sowas, weißt du? Wenigstens ein bisschen. So ein bisschen, bisschen glänzen, ja? Ja, ja. Ja, ja, genau. Das Interessante an diesem Rätsel ist, wie sehr sich das ganze Dreieck verändert, obwohl man nur so wenig Münzen bewegt. Der Kniff besteht darin, über die Ecken des ursprünglichen Dreiecks nachzudenken. Dann sieht man schnell, welche Änderungen vorzunehmen sind. Richtig. Richtig, genau das hatte ich mir nämlich eigentlich auch gedacht. Obwohl ich sagen muss, dass die Bewegung seltsam ist. Ich habe das halt eher so, na, ist ja egal. Ja, das hatte ich mir gedacht. Ihr seid richtige Rätselfreunde. Du hast ein seltsames Bauteil erhalten, das ist eine Batterie. In Zamester wimmelt es von Rätselnarren, aber nicht alle sind so nett wie ich, also passt auf. Aha, 3x3. Na, wenn es sein muss. Darf ich deinen Kaffee haben? Bitte. Ich bitte nicht zweimal. Leider habe ich gerade keine Rätsel für euch, kommt einfach später wieder. Und du so? Hinter dem Tresen polierender Mensch? Croton, okay. Hallo ihr beiden, ihr seid neu hier, habe ich recht? Nun, wenn ihr eine warme Mahlzeit und eine heiße Tasse Tee wollt, seid ihr hier genau richtig. Seltsam, dass es so leer ist, wenn das Essen so gut ist, wie sie sagen. Hör mal Junge, sei mal nicht so dreist, so ist das eben in der Gastronomie. Manchmal ist viel los und manchmal ist es ruhig. Wenn immer viel los wäre, wann sollte ich dann das Essen für den nächsten Tag vorbereiten? Wo wir gerade von vorbereiten sprechen, ich hätte da ein Problem. Ich habe ja ein 8-Liter-Gefäß mit. Nein, möchte den Saft darin in 2 4-Liter aufteilen. Allerdings weiß ich nicht, wo ich meinen Messbecher hingetan habe. Ich frage mich, ob das nicht auch mit diesen 5- und 3-Liter-Gefäßen irgendwie geht. Das kommt mir so bekannt vor. Oh Gott. Es ist eine relativ einfache Lösung, wenn man erstmal drauf kommt, aber erstmal drauf zu kommen ist gar nicht so einfach. Hier siehst du ein 8-Liter-Gefäß voll Saft, ein leeres 5-Liter-Gefäß und ein ebenfalls leeres 3-Liter-Gefäß. Auf den Gefäßen ist keine Messskala. Deine Aufgabe besteht nun darin, die 8 Liter Saft so zu verteilen, dass das 5-Liter-Gefäß und das 8-Liter-Gefäß jeweils genau 4 Liter enthalten. Uff. Okay. Berühre das Gefäß, um dieses hochzuführen. Berühre danach das Gefäß, in der Flüssigkeit gefüllt werden soll. Und es wird auch immer nur zum Maximalen rübergefüllt. So, das heißt, wir schütten natürlich erstmal 3 Liter darin, dann haben wir 3 Liter hier und 5 Liter hier. Das ist nämlich total toll. Jetzt können wir das nämlich hier rübergießen und haben genau die gleiche Menge. Und das ergibt keinen Sinn. Wenn wir die 3 Liter aber jetzt hier reintun, haben wir hier 3 Liter drin, was wir so noch gar nicht hingekriegt hätten. So, und jetzt können wir nämlich, na toll, jetzt können wir hier die 5 Liter hier in die 3 Liter mit reinkippen, dann sind hier sind 5 Liter dann drin und hier 2 und hier 3, was wir damit auch hingekriegt hätten. Warte mal. So, jetzt haben wir eins mehr. Pass auf, jetzt haben wir hier nämlich schon 2 drin, ne? Und wir können hier 1 reinfüllen, dann haben wir hier 1 drin. Das ergibt auch keinen Sinn. Warte mal. Wenn wir jetzt hier 2 reinfüllen, haben wir hier wieder 3 drin. Ja, ich experimentiere erstmal fröhlich rum. Da habt ihr völlig recht. So. Okay, das einzige Ergebnis, was wir jetzt haben, ist, dass wir hier 2 haben. Ich weiß genau, wir müssen irgendwie irgendwo was nicht voll machen, um dann was anderes, was nicht voll ist, voll zu machen, um dann aus dem Ergebnis daraus eine Menge zu haben, die wir so nicht hingekriegt hätten ansonsten. Aha. Wir nehmen das mal zurück. So. Jetzt haben wir hier schon mal 3, das ist total toll. Jetzt kommen wir auf das gleiche Ergebnis, wenn wir hier die 5 in die 3 Liter reinkippen, haben wir hier drinnen 2 Liter.
War schon richtig, was? stark am Bezweifeln. Eigentlich. So, jetzt haben wir im Fünfer die 2 Liter drin. Wir könnten hier jetzt wieder die 5 Liter hinzugießen. Genauso wie hier. Wir könnten hier die 5 Liter zugießen, haben wir hier wieder nichts drin. Du hattest ja 3 in 3 Liter und 1 in 1 Liter. Das war doch top. Ich hatte 2 in 1 Liter. Ich hatte 2 drin. Dann. Halt auch so bescheuert, ne? Können das jetzt halt komplett leer machen, was absolut nichts bringt. Wird immer alles komplett geschüttet. Ja, es wird immer alles komplett geschüttet bis oben hin, aber es wird nichts verschüttet. Das heißt, der Rest verbleibt immer im entsprechenden Glas davor. Hm. 3 Liter, 5 Liter. So. Nee, das ist scheiße. Ach man. Nee. Weg. Ach nee, jetzt füllt er hier natürlich 2 auf. So wollte ich es haben. Jetzt haben wir das. Und jetzt haben wir 1 Liter. Jetzt haben wir 1 Liter. In meinem Kopf hattest du es vorhin schon mit 2 und 3. Okay. Wir haben jetzt hier 1 Liter drin. Den müssten wir jetzt eigentlich hier rüber kriegen. Das Problem ist, das kriegen wir nicht hin. Warte mal. Ach doch, nee, warte mal. Wenn wir hier jetzt wieder 2 zugießen, haben wir hier 3 drin. Das bringt uns absolut nichts. Strike! Frag mich nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Ich habe einfach geraten. Every puzzle has an answer. Okay. Manchmal flutscht es einfach nur. Und manchmal gibt es auch einfach bloß eine Lösung. Ach ja. Früher oder später kommt man auf die Lösung, aber im Idealfall ist es nur in 7 Schritten. Hat jemand geguckt, wie viele Schritte wir hatten? Die Flüssigkeitsverteilrätsel gibt es schon sehr lange, leider. Sie finden sich sogar in jahrhundertealten Schriften, um Gottes Willen. 6 oder 7, ja, irgendwie so, ne? Ach, so geht das also. Dann kann ich meine Messbecher ja wegschmeißen. Gute Arbeit, vielen Dank. Gerne doch. Wenn ich wieder ein solches Problem habe, melde ich mich bei euch. Okay. 67, ja. Ach so, okay. Ich habe schon wieder so ein komisches Brötchen, Kaffeebohne, Dingsbums gefunden, okay? Das sieht jetzt aber schon sehr frickelig aus, was wir hier in unserer Bauteilliste haben. Ja, anklicken und ordnen, ist klar. Oh Gott, was soll da denn rauskommen? Ja gut, das ist jetzt hier relativ einfach. Ach so, das macht er auch noch automatisch. Okay. Ich dachte, jetzt muss ich jetzt hier voll rumfriemeln. Na gut. Das war ja spaßig. Das Gemälde, genauso haben wir auch schon das ein oder andere Dingens, ne, hier, Puzzlestück. Ja, ist ja gut, ich weiß, wie ein Puzzle geht. Das ist bestimmt eine Ente. Ich denke auch. Ba. Hä? Ach so. Ich bin dezent verwirrt gerade. Das ist kein Randstück, das brauchen wir noch nicht. Kann ich die drehen? Nee. Doch, kann die drehen, na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Ich doch erstmal die ganze. Warum liegt die Scheiße überhaupt da draußen rum? Wenn ich die doch sowieso hier drin brauche. Das passt natürlich mal absolut gar nicht.
Und du so auch nicht. Okay, aber hat die gleiche Färbung und ist ein Randstück, also wird das hier wahrscheinlich irgendwo mit hingehören. Gut. Na gut. Reicht sowieso noch nicht. Geheimnisse. Ach ja, stimmt, unsere Sachen, die wir lösen müssen. Eine Katze finden, die Kurbel finden und Sachen machen. Hier, Baron Reinhold versteckt dieses kleine Einhorn kurz vor dem... Versteckte dieses kleine Einhorn, stimmt, den goldenen Apfel. Kurz vor dem Tod und versprach demjenigen, der es findet, seinen gesamten Nachlass. Niemand weiß, wo der goldene Apfel ist. Stimmt, das war ja das Hauptaugenmerk. Gut. Aber wir müssen sowieso erstmal die Katze finden. Sind hier noch irgendwo Münzen versteckt? Nein, das war die Tür, die war nicht versteckt. Na gut, wir gehen mal weiter. Es sieht nicht so aus, als ob wir da rein können. Ansonsten sieht es ja auch sehr trostlos aus. Da war noch eine Münze. Dort, was? Dort drüben scheint eine Art Park zu sein. Da gehen wir mal hin. So, da ist eine Katze. Und hier ist eine Vase. Ugh, die Vase war wieder viel interessanter. Dieses schmutzige Glas erinnert mich an ein Rätsel, das ich mal vor einer Zeit gehört habe. Natürlich, Mensch, Kunde. Dein komplettes Leben besteht aus Rätseln. Ja. In einer Flasche wohnt eine einzige Bazille. Nach einer Minute teilt sie sich in zwei Bazillen. Nach einer weiteren Minute teilt sie sich in vier weitere. Sie teilen sich die beiden wieder, sodass sich nun insgesamt vier Bazillen in der Flasche befinden. Bei diesem Tempo ist die Flasche nach genau einer Stunde randvoll mit Bazillen. Das Bild dazu. Wie viele Minuten würde es dauern, bis die Flasche voll ist, wenn sie am Anfang zwei Bazillen enthielt? Die Hälfte? Oder so? Oder nee, warte mal. An sich 59 Minuten, ne? Oder? An sich 59 Minuten, bin ich mir fast sicher. Weil der Prozess wird ja bloß um eine Minute weniger, ne? Der Prozess wird ja bloß um einen Schritt verkürzt. Obwohl dann ja. Nee, jetzt stimmt schon. Eine Minute kürzer. Trotzdem, ja. Das testen wir mal, ne? Bin da nicht um eine Antwort verlegen. Also 59. Ja. Ja, ja, ne? Ja, ne? Ja. Okay. Bin ich jetzt eigentlich auch der Meinung. Ja, hat er auch recht. Luke meint es auch richtig, ja. Das war ja einfach. Eine Bazille braucht eine Minute, um sich in zwei aufzuteilen. Darum würde man nur eine Minute Zeit sparen, wenn man mit zwei Bazillen anfinge. Ist ja wohl logisch. Ist ja schrecklich logisch. Ganz furchtbar logisch. Gold, richtig gut gemacht. Dieses Glas sieht ziemlich praktisch aus, ob wir es mitnehmen wollen. Aber Lukas, es ist ganz schmutzig. Was ist das denn? Ist etwas darin versteckt? Oh, tatsächlich. Luke, fass mal hinein. Luke, fass mal in das schmutzige Glas hinein und sieh nach, was drin ist, ja? Du hast die kleineren Hände und du bist unwichtiger. Du kannst ruhig sterben von hier Dingens, Tetanus und so weiter. Ich habe ein Gemäldestück gefunden. Sehr schön. So, noch was? Was ist das für Müll? Was für ein Rüpel wirft denn sein Müll hier hin? Eine gute Frage. Park Reynolds, Öffnungszeiten 10 bis 17. Da haben wir ja noch Zeit. Okay, Katze, wir haben eine Krete für dich. Professor, da ist sie. Schnell, gib ihr die Fischkrete. Komm her, Claudia, braves Mädchen. Miau. Oh, miau. Wir haben es geschafft, Professor, da kommt sie schon. Ausgezeichnet, jetzt können wir sie zurück zur Villa Reinhold bringen. Ah ja, oh, Schnurr. Fette Katze. Kapitel 2, die entlaufende Mützekatze. Bestanden. Und so kehrten Luke und der Professor mit der eingefangenen Claudia in die Villa zurück. Gewöhnst du dich langsam daran, dich in St. Clair zu bewegen und vom Ort zu ermitteln? Hier sind einige Hinweise, damit deine Ermittlungen auch weiterhin so gut verlaufen. Einige Rätsel verschwinden von ihrem Platz, wenn die Handlung voranschreitet. Das ist ein toller Tipp, dankeschön. Aber keine Sorge, die meisten ungelösten Rätsel tauchen dann in Oma Enigmas Rätselhütte am Dorfplatz auf. Besuche sie oft und versuche alle Rätsel des Spiels zu lösen. Aha.
Das heißt, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, dann kommt die in die Schäm-dich-Halle, ja, wo wir die nachher noch lösen können. Irgendetwas stimmt hier nicht, Professor. Professor, es ist furchtbar. Bitte kommen Sie schnell. Was haben Sie denn, Matthew? Wenn Sie sich um die Katze sorgen, die haben wir hier heil wiedergebracht. Mau. Oh, nun ja, das wird die Baronin freuen. Doch im Moment ist die Katze nicht von Belang. Oh mein Gott, die Katze ist nicht von Belang. Hier entlang, bitte. Shelmy, was? Besser als Oma Ennemers Einkäufe. Einläufe, was? Und Abend noch schnell. Guten Abend, Ochi. Oma Ennemars. Woher kenne ich denn jetzt den Begriff gerade? Ennemar. Woher kommt mir der Begriff jetzt gerade bekannt vor? Ennemar? Seltsam. Es kommt mir vor, als hätte ich den vor kurzem erst gehört. Das weiß er auch nicht, ja? Ennemar. Ach, war das nicht? Nee. Schon wieder eine komische Anfrage. Was soll denn das heute? Brawlstar. Gemeinsame Server, keine. Also wer auch immer Brawlstar ist, er möchte eine Freundschaftsanfrage mit mir. Können die Leute mich einfach so schreiben? Wenn man es bei Google eingibt, kommen nur Pornos raus. Ah ja. Ich habe den Namen letztens irgendwie gehört. Ennemar. Voll seltsam, keine Ahnung. Schrecklich. Schrecklich, wenn sowas passiert. Sie sind also der berühmte Professor Layton. Mein Name ist Shelmy, Inspektor Shelmy. Shelmy. Ich leite hier die Ermittlungen. Die Ermittlungen? Ist das nicht etwas übertrieben? Wir haben Claudia gesund wiedergefunden. Oh, Claudia, mein Liebling, Mami hat dich so vermisst. Mau. Was macht die Katze hier? Wieso in aller Welt bringen sie ein Tier an einen Tatort? Wir waren für eine Weile im Dorf und wissen nicht, was vorgefallen ist. Was ist passiert? Hier geschah ein Mord, Professor. Ein Mann wurde getötet. Wie bitte? Wer wurde ermordet? Das Opfer war hier wohnhaft, ein gewisser Simon Reinhold. Simon wurde... Oh nein, oh mein Gott. Vor etwa 2 Stunden bekam ich eine Meldung, ein Mann sei in der Villa Reinhold zusammengebrochen. Mit dem haben wir noch geredet. Wir sind der Mörder. Nach meiner Ankunft am Tatort stellte ich fest, dass Simon nicht mehr am Leben war. Der lag so komisch da. Ja. Reimt sich. Und was war die Todesursache? In dieser Sache leite ich gerade eine Ermittlung. Ich möchte Sie nur wissen lassen, Layton, dass auch Sie als Verdächtige in Frage kommen, denn Sie haben den Tatort vor dem Mord verlassen. Die weiteren Details des Falls sind streng vertraulich. Wo Sie gerade von Details sprechen, wer war der Anrufer, der Sie von dem Fall in Kenntnis setzte? Haben Sie etwas in den Ohren? Ich habe doch gerade gesagt, dass die Details streng vertraulich sind. Deswegen habe ich Ihnen auch nur die Hälfte erzählt. Alle mal herhören. Ich werde Ihre Aussagen im Nebenraum aufnehmen. Bitte treten Sie nacheinander ein. Die Tür. Und damit eines klar ist, niemand verlässt das Anwesen, bevor ich mit allen Beteiligten gesprochen habe. Ah ja, Herr Butler war's. Nee, der war's. Er hat ihn gegessen. Keine Ahnung, gibt's hier noch Sachen zu finden? Komme ich jetzt ordentlich an das Sofa ran? Immer noch kein Sofageld. So, Zeugenaussagen. Wir ermitteln auch. Matthew, sind Ihnen zur Tatzeit irgendwelche suspekten Gestalten in der Nähe der Villa aufgefallen? Außer ich. Ich bin untröstlich, leider habe ich niemanden gesehen. Ich wusste nicht einmal, was Herrn Simon widerfahren war, bis der Herr Inspektor bei uns eintraf. Und wo ist Simons Leiche jetzt? Ich habe sie nicht gesehen, aber man sagte, der Inspektor hätte Herrn Simon nach draußen getragen. Ich verstehe. Nun, es sieht aus, als hätten wir momentan keine heiße Spur, was den Fall angeht. Einen Moment bitte. Sehen Sie, dies habe ich in dem Zimmer gefunden, in dem Herr Simon entdeckt wurde. Ein Zahnrad. Was ist das? Das weiß ich unglücklicherweise nicht.
Ich hoffe, es könnte ein Hinweis sein, darum habe ich es aufgehoben und vom Tatort entfernt. Faszinierend, dieses Zahnrädchen ist so klein, dass es selbst einer akribischen Suche entgehen würde. Das sieht für mich ziemlich groß aus. Und was das hier ist, eine Gravur, ein Hammer und ein Schraubenschlüssel. Aha. Du bist auf ein ungelöstes Rätsel gestoßen, Zahnrädchen. Ein kleines Zahnrad? Bei diesem Thema fällt mir ein patentes Rätsel ein, darf ich vortragen. Was? Machen Sie Witze? Ausgerechnet jetzt wollen Sie das mit einem Rätsel lösen? Das ist genau meine Rede. Das Rätsel 28, finde den Punkt. Du hast eine Scheibe mit 8 Zacken in der Hand, auf der ein roter Punkt ist. Wenn du die Scheibe so hältst, dass der Punkt die Position wie in Abbildung A hat und sie dann umdrehst, zeigt die Scheibe einen schwarzen Punkt. So genau siehst du gleich neben Abbildung A. Aha. Nehmen wir an, dass du die Scheibe hältst wie in Abbildung B. Wo muss jetzt der schwarze Punkt liegen, wenn du die Scheibe umdrehst? Kreise die Stelle ein, an der sich der schwarze Punkt befindet. Achso, wenn ich die an den Daumen umdrehe. Das verstehe ich aber nicht. Warum ist denn der Punkt dann da? Achso, auf der anderen Seite ist einfach nur ein zweiter Punkt, der schwarz ist. Und der ist dann quasi, wenn ich das umdrehe, ist der eigentlich hier. Der wäre eigentlich hier auf der anderen Seite. Und wenn ich das umdrehe, ist er halt hier. Ne, und der ist dann auf der anderen Seite hier drüben. Hier drüben. Okay. So, das heißt, wenn ich das Ding flippe. Achso, wenn ich das Ding so weit drehe, dass es hier ist und den dann flippe. Ja. Ist ja eigentlich ganz einfach. Ne? Ist ja zwei im Uhrzeigersinn. Also eigentlich hier. Ne? So. Da. Es ist da auf der anderen Seite und wenn ich den dann drehe, ist der hier. Ja, hier. Bitte zeichne den Kreis noch einmal, Entschuldigung. Achso, ja. Oder? Oder? Ochi, was sagst du? Ja, muss ja so. Auf der anderen Seite wäre der eigentlich hier. Dann ist er auf der anderen Seite eigentlich hier. Und wenn ich den flippe, ist er hier. Würde ich einfach mal sagen. Erstaunlich, aber ich würde auch sagen. Ja? Na, dann machen wir das mal. Och, ich war's. Luke, here's my answer. Ich meine, ich war's. So, okay. Every puzzle has an answer. Sehr gut, sehr gut. Gar nicht mal. Das sind so die Rätsel, mit denen komme ich klar. Schau dir Abbildung 1 an, habe ich gemacht. Wenn man die Rückseite der Scheibe nach vorne dreht, wandert die Punkte auf die gegenüberliegende Seite. Wenn du dir die Lage des gesuchten Punktes auf diese Art verdeutlichst, wird das Rätsel ganz leicht. Ja, wenn du es richtig machst, dann wird es eigentlich ganz leicht. Ich bin untröstlich, aber leider weiß ich nichts weiteres, was in der Ermittlung zuträglich wäre. Und das Rätsel war ja auch schon seltsam. Machen Sie sich keine Gedanken, mit diesem Zahnrad haben Sie uns schon enorm weitergeholfen. Ich frage mich allerdings, wieso Sie es gerade uns anvertrauen. Sie sind ein guter Mensch, Herr Professor. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diesen Fall lösen können. Haben Sie Dank für Ihr Vertrauen, Matthew. Du hast ein seltsames Bauteil gefunden. Okay. Können wir einmal festhalten, dass sein Rätsel uns beim Fall nicht sehr viel weitergebracht hat? Das ist richtig, völlig richtig. Aber zumindest haben wir ihn ein wenig beruhigen können. Bei dieser verfahrenen Situation, ja. Soweit zumindest, ja. So, hast du ein Rätsel für uns? Wie heißt er? Lächel nicht? Nee, Shelmy, genau. Sind das alle? Sonst war niemand am Tatort zugegen. Ramon fehlt noch, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf. Aber Ramon stand doch draußen bei der Gondel. Ramon! Wo steckt der und was ist in aller Welt? Treibt er nur wieder? Matthew, holen Sie sofort Ramon. Ich bin untröstlich, Frau Baronin, aber Ramon bereits... Ich habe Ramon bereits seit einigen Stunden nicht mehr gesehen. Der liegt wahrscheinlich auch tot im Gebüsch. Was sagen Sie? Der Kerl wird doch nicht verschwunden sein. Nein, Augenblick, er ist ebenfalls ein Verdächtiger. Womöglich ist er auf der Flucht. Wo könnte er denn geblieben sein? Ob ihm etwas zugestoßen ist? Die Lage spitzt sich zu. Sind plötzlich schon wieder sämtliche Leute verschwunden hier. Hast du noch irgendwas zu sagen?
Mann, stelle sich das vor, ein Mord und das in diesem Haus. Das ist wirklich schauderhaft. Ich habe völlig vergessen, wie ich die Stimme vorhin hatte, obwohl sie auch ziemlich hoch war. Sie sind doch Detektiv, oder? Beeilen Sie sich und finden Sie den Unmenschen, der dies getan hat. Guter Mann, ich bin kein Detektiv. Aber Ihre Besorgnis ist überaus gerechtfertigt, kein Zweifel. Wir sind kein Detektiv. Nein, wir sind nur ein Clown mit einem Zylinder, der gerne Rätsel löst. Wir alle leben gefährlich, solange der Täter nicht hinter Schloss und Riegel ist. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich verstehe es einfach nicht. Simon war manchmal etwas herablassend, aber es hat ihn noch niemand gehasst, oder? Wenn der Verbrecher hinter dem Geld meines Bruders her ist, bin ich womöglich als nächstes dran. Gut möglich. Ja, siehe, ne, ja. Wenn wir als Motiv annehmen, dass der Täter hinter dem Vermögen her ist, gibt es so einige Verdächtige. Du lieber Himmel, Sie denken doch nicht etwa, ich hätte etwas mit diesem Verbrechen zu tun. Ich habe mich sehr gut mit Simon verstanden, allerdings stand er Augustus nicht gerade nahe. Puh, wissen Sie, all das Gerede über Familienband erinnert mich an ein interessantes Rätsel. Gottes Willen. Rätsel 27, bissige Brüder. Das klingt falsch. Sechs Brüder sollen sich zum Abendessen an den Tisch setzen. Der älteste Bruder hat die Nummer 1, der jüngste die Nummer 6. Jeder ist mit dem nächstälteren sowie dem nächstjüngeren Bruder verkracht und darf neben keinem dieser beiden Brüder sitzen. Außerdem lagen sich Bruder 3 und Bruder 5 neulich dermaßen in die Haare, dass ja auch sie sich weigern, nebeneinander zu sitzen. Bruder 1 hat bereits Platz genommen und wartet auf die anderen. Findest du eine Sitzordnung, die keinen Bruderzwist aufkommen lässt? Ach du Scheiße. Okay. Also Bruder 3 und 5 können sich nicht riechen. Okay. Wird jetzt gerade einfach mal... Nimm doch mal das Ding weg. Bruder 3 und 5 einfach schon mal auseinander sortieren. Am besten direkt mal hier so oben. So. Es hat nämlich den Vorteil, dass hier nicht die 6 sitzen muss und hier nicht die 2 sitzen muss, weil die haben sich ja auch mit Bruder 1 verkracht. So. Das heißt, hier könnte auf jeden Fall Bruder 2 sitzen. Hier könnte auf jeden Fall Bruder 6 sitzen und hier die 4. Und dann sieht das ja eigentlich schon ganz gut aus, oder? Nicht? Ich denke doch. Meins ist der Jüngste. Jeder, der mir älter ist, nicht. Ja, genau. Keiner sitzt einer angrenzenden Zahl neben einer angrenzenden Zahl. Die 3 und die 5 sitzt auseinander. Und das war's. Habe ich irgendwas übersehen? Das hat jetzt tatsächlich erstaunlich nicht lange gedauert. Luke, here's my answer. Ja, okay, alles klar. Wisse. Critical thinking is the key to success. Ohne Scheiße, ey. Der war gut. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt lächeln sie alle. Ach, schön. Setz die Rabauken hin, wie gezeigt, dann dürfte Ruhe im Karton sein. Das Spiegelbild der Sitzordnung funktioniert übrigens auch, ist mir egal. Endlich eine friedliche Tafelrunde. Ausgezeichnet. Ach, das ist also die Lösung. Ich bin froh, dass Sie das Rätsel so mühelos knacken konnten. Allerdings wissen wir dadurch nicht mehr über Simons Mörder. Ach, hast du völlig recht. Ich verstehe ihn. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich versichere ihn, ich hatte nichts damit zu tun. Bitte suchen und stellen Sie den wahren Täter. Natürlich, ich verstehe Sie gut. Immerhin stehe ich ebenso unter Verdacht. Wir ermitteln weiter. Ich habe ein seltsames Bauteil gefunden. Okay, die seltsamen Bauteile setzen wir noch ein, aber an sich ist es tatsächlich schon nach 0 Uhr. Ich muss in die Haier. Ja. So, also, wir setzen unsere Ente zusammen. So, bin durch für heute. Wir auch, ey. Schlaf nachher was Schönes. Mach ich. Dizzy, du auch. Gute Nacht, ne? Okay. Und, okay. Das wird definitiv eine Ente. Eine Ente mit Überbiss. Unglaublich. Okay. Gut. Schön. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache, Harry. Ja. Feine Sache. Ach, Leute. Dann, wer ist das denn? Sind tatsächlich schon wieder 2 Stunden rum? Es ist unglaublich. Manchmal ist das einfach unglaublich. Gut. Einmal zurück hier, einmal in den Abspann. Und dann wäre es das für heute gewesen mit dieser schmissigen Runde Professor Layton. Und so weiter. Ach ja. Wo ist denn hier, dass ich mal Credits habe? Wie immer. Das sind die üblichen Verdächtigen, die üblichen Fragen. Das wäre es gewesen mit dem Montagsstream. Möchte mich bedanken bei euch für die rege Teilnahme natürlich wieder.
Es geht am Donnerstag weiter gegen 19, wahrscheinlich eher 19.30 Uhr. Ich habe 18.30 Uhr als Schlussfeierabend und so weiter. Und dann, ja, wieder 2 Stunden Interview. Und danach The Guest. Wir machen The Guest weiter. Das hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Mal von dem kompletten Licht an Licht ausgedöst, aber egal. Und ja, ansonsten Sonntag keine besonderen Vorkommnisse. Es wird 9 Uhr einen Terranigma-Stream geben. Und so, ja, dann damit. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich wieder gefreut. Wünsche euch eine schöne Nacht und eine schöne Woche bis dahin. Man sieht sich. Bis denn. Tschüssi.